Willkommen auf dem seriösen Kanal Nerdzeitalter. Da fällt mir übrigens ein, ja, es mag in den Terms of Service tatsächlich ausgeschlossen sein, aber es gibt da einen Let's Player, dessen Namen ich jetzt nicht in dem Zusammenhang nenne, der tatsächlich regelmäßig Whisky-Tasting macht. Das heißt dann Herrenabend. Dann verprobt er einen neuen Whisky, den er zugeschickt kriegt, was immer ziemlich interessant ist. Und der Dings macht ja auch, der Dings trinkt ja auch, wie heißt der Riso. Mhm. So, der trinkt auch regelmäßig. Es geht nicht darum, dass beruflich. Dass das abgestraft wird, sondern ich wusste, ich wusste es. Der Zusammenhang ist, dass du, wenn du Alkohol trinkst und dich inadäquat verhältst, dann wirst du stärker bestraft. Darum ja. Haben die es einfach drin. Ja. Weil es wirklich so Contests gab mit Kanalpunkte für Echsen und sowas. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich habe irgendwo, war es Facebook, YouTube, keine Ahnung, irgendwo habe ich mal irgendwie auch einen Livestream von irgendeinem so Typen irgendwie einfach zufällig angezeigt bekommen. Der hat halt irgendwie in seiner Werkstatt gesessen und hat sich halt einfach irgendwie nur zugekifft, aber so richtig übel, von wegen so, jetzt bauen wir erstmal Tütchen und jetzt ziehen wir an der 2-Meter-Bong und jetzt bauen wir noch eins und noch eins und noch eins. Es war so absurd, es hat mich auch echt gewundert, wie der Typ da irgendwie noch irgendwie überhaupt noch sitzen und in die Kamera ja, grinsen konnte. Wenn du regelmäßig konsumierst, dann ist, ja, das ist regelmäßiger Konsum. Und ich hab früher auch. Ja gut, aber... Okay. Naja. Oh mein Gott, wie schön das tatsächlich gemacht worden ist. Mit klassischer Musik im Hintergrund und einem leicht russischen Akzent. Ja, Mickey Scrap eben. Ja, ja. Da kriegen wir tatsächlich irgendwie, da können wir irgendwie verschrottete Fahrzeuge oder so loswerden. Wo fahren wir denn jetzt hin eigentlich? Können wir mal kurz die unwissende Zuschauer wie mich ins Boot holen? Ich bin mir tatsächlich im Moment gar nicht so sicher, ob wir die Ground Base oder die Flight Station nehmen. Die Ground Base hätte schon mal den großen Vorteil, sie wäre näher. Ground Control to Major Tom. Die Sache ist halt nur, wir müssen damit rechnen, dass die Dinger bewaffnet sind und uns möglicherweise sehr schnell platt machen, was dann heißen könnte, schwierig. Also ich habe keine Waffe mehr. Okay. Ja, yeah, also du hast meine Knifte. Die habe ich aber in den Container zurückgesteckt. Den großen. Drüben. Ja, dann tschüss, Severn. Pass auf dich auf und Lieblingschaoten. Dann ja. Ciao, Lieblingschaoten. Ich glaube, irgendwo gab es hier doch auch noch... Oh, und Severn hat ein Vorstellungsgespräch, wenn ich das richtig verstanden habe. Da drücken wir natürlich die Daumen. Naturellement. Auf jeden Fall. Wenn ich mich recht erinnere, gab es hier auch irgendwo so ganz unbeteiligte Locations, die nicht auf einen schießen. Sowas wie das da vorne. Weil vielleicht wäre es erstmal ganz gut, wenn wir irgendwie noch ein paar Teile zusammenkriegen, die uns irgendwie weiter... Ich habe keine Energie mehr, aber das ist... Was? Ich sage, ich habe keine Energie mehr und okay. Wenig Sauerstoff. Wenn wir da vorne sind, kannst du dich gleich in den Sitz setzen. Sauerstoff, Sven, hast du noch eine Sauerstoffflasche? Ansonsten, ich habe eine, dann kannst du einfach mal in meiner nuckeln. Ich habe noch eine Sauerstoffflasche. Ich habe eine Sauerstoffflasche, aber warum habe ich... Dann füllt sich das nach einer gewissen Zeit, also wenn du auf ein bestimmtes Minimum sinkst, füllt sich's auf. Ja. Drück mal I und ja, schau mal, wie viel Prozent da noch drin sind. 100% hat die. Ja, dann füllt sich das dann gleich auf. Ja, dann ist alles dann gut. Ich dachte gerade schon, das wird gleich jetzt hier irgendwie ein ganz großes Problem, aber... Nee. Und ganz im Ernst, ne? Also wenn der Ben stirbt... Böse, das wir brauchen... Viel... Nein, um es mit den Worten einer meiner Spielerinnen zu sagen, was? Die wir alle kennen, ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe. Ja. Yep. Furchtbar langweilig, können wir mal hier...
irgendwie. Ja, und unterhalten wir uns doch mal in der Zeit, ne? Also erstmal, ich bin ja dafür, dass Markus da nicht mehr reden darf, wenn er fährt, weil wenn er fährt, bauen wir wieder Unfälle. Was ist das da rechts, Markus? Das ist das, wo ich gesagt habe, von wegen, dass ich glaube, dass irgendwo auch noch Dinge sein müssten, die einen nicht angreifen und die man trotzdem sehr schön zerlegen kann. Greg! Ich habe keine Energie mehr. Die muss ich nachher. Ja, dann musst du dich gleich mal in den Link setzen. Aber mir geht's gerade ganz genauso. Hm? Oh. Sag, wenn du aufgeladen bist, Ben. Ja. Nein, lächelt. So. Oh, jetzt werde ich schon angemeckert. So, jetzt, ich sehe das auch schon mal hier. Genau, wieder. Das sind auch Solarzellen gewesen gerade. Ja, konstruiert von The Mackies. Was? Hä? Hier ist eine Tür, die steht, ist von dir konstruiert. Du meinst vielleicht die Dings, der Container? Ne, den habe ich auch nicht zerlegt. Ach so, vielleicht weil. Ja, vielleicht weil das Spiel es gespawnt hat und ich irgendwie der Erste war, der das Ding gestartet hat. Mal denn da? Will die Tür. Okay, das war einfach nur ein Durchgang. Das muss aufpassen, Sven. Ja, ich bin draußen. Ja, nee. Hör mal auf, alles außen rum bitte wegzumachen. Sven, hör mal bitte auf. Ich will nicht, dass er umfällt. Oder ja, aber dann kommen wir überall ran. Gut. Vor allen Dingen ist das witzig, wenn der Markus noch, noch da oben dran rum. Cool. Das ist hervorragend. Ich bin total begeistert. Ja. Das war früher mal anders. Da sind Dinge noch runtergefallen. Ja, das ist, glaube ich, weil das hier nicht in dem Mod irgendwie deaktiviert wurde. Genau, die werden die Unsupported Stations Einstellung nicht gesetzt haben. Oh, jetzt. Ah. Oh, oh. Wenn dem Server jetzt gerade eingefallen ist, dass bestimmte Dinge runterfallen können, hoffe ich mal, dass ihm nicht eingefallen ist, dass unser in der Luft schwebender Rover auch runterfallen könnte. Wobei, wir haben ja prinzipiell alle Räder draußen. Was kann schon schief gehen? Naja, er kann wegrollen. Ja, wir haben drei Stühle, cool. Ja, ich habe wieder was gebaut. Naja, zwei. Wir haben momentan nur zwei. Ich hatte nicht genug Teile für alle. Aber weißt du was? Weißt du was? Wir fahren jetzt zu Mickey Scrap. Wir haben ein bisschen Scrap Metal eingesteckt. Mal gucken, ob wir da was kriegen. Haben wir drei. Haben wir drei. Nice. Dann habt ihr noch genug Teile gehabt. Ja, was denn? Ding. So. Oh, es ist schön. Der Ausblick auf die Sonne über die Atomreaktoren. Ja, es wurden gerade Solarzellen abgebaut. Wir haben jetzt 32 Solarzellen gefunden, ja. Wollen wir die auf den Rover bauen direkt? Bringt nur was, wenn wir Batterien bauen würden und dafür brauchen wir Energiezellen. Genau, der fährt noch mit Uran. Na dann. Aber für den Großen bringt das auf jeden Fall was. Aber für den Moment lass uns erstmal irgendwie schauen, ob wir die. Wir haben ja irgendwie so ein paar tausend Scrap Metal einstecken. Mal gucken, ob wir dafür da irgendwie bei dem Ding was kriegen. Kriegst ein paar Komponenten oder sowas, glaube ich, für. Also ich schaue gerade mal auf den Probestream rüber. Das sieht schon ganz cool aus. So, Ah, das ist er, okay. Ja, Jungs. Ja, bitte? Wir brauchen für so lange Fahrten, ne? Brauchen wir eindeutig ein paar Themen. Sind wir schon da? Pipi, Kaka, langweilig.
Okay, das ist vielleicht nicht das spannendste Thema. Roll. Roll. Hm? Das könnte jemand klippen. Und das da oben nicht zwei Geschütztürme? Ja, aber der ist, der hier ist nicht unser Feind. Klippen? Das ist doch nichts zu klippen. Doch, 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 da war gerade. Du bist aufgestanden und dein Hintern ist in mein Gesicht geklippt. Das ist doch nicht. Ja, aber was mache ich denn? Alles gut. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen lustig. Ja, aber wie kriege ich das denn? Das ist doch eine Situationskomik, die man irgendwie haben muss. Wenn ich das in einem 10-15-sekündigen Clip irgendwie drin habe. Oh. Oh Gott. Die Mucke. Ist gut, ne? Das macht richtig Lust auf mehr. Ich glaube, irgendwo gab es einen Knopf. Der gelobte Radetzky-Marsch wird uns wahrscheinlich die Dings. Nee, der ist alt genug. Da dürfte es keine. Alter. Wo kommt die Musik her? Ich will das wegflexen. Die ist nur in deinem Kopf. Okay, wir haben ein paar Komponenten für das Scrap bekommen. Nicht unendlich viel. Und Energiezellen? Nein, die nicht. Aber immerhin 21 große Stahlröhren. Das reicht halt wahrscheinlich auch irgendwie gerade so für nichts. Nee, das reicht für nix. Ist das Ding hier oben wegflexen? Wollen wir denen befreundet sein? Wollen wir. Den brauchen wir noch? Weil, wie gesagt, ich möchte mir ungern die Möglichkeit nehmen, dass wir irgendwie alten Scheiß loswerden können. Warte. Der hat viel geilen Scheiß hier oben drauf. Dick das Solarzellenfeld. Riesengroß. Ja, es ist auch irgendwie richtig schön designt, ne? Ja. Warte mal. Fährt er uns jetzt da hinten in diese Schmelzbay? Nein. Hatte ich nicht vor. Ja, glaub, man kann da aber auch nicht. DMCA-frei ist, ich bin mir unsicher. Hm? Ob das DMCA-frei ist, ich weiß ja nicht. Ja, dann steig doch. Ach, du bist schon drin. Nee. Hä, wer fehlt denn jetzt? Ben fehlt. Ich fehl. Komm, fahr los. Was machst du da jetzt? Ein Jetpack rumhängen. So ist die Frage. Versuchen wir jetzt irgendwie erstmal zurückzufahren. Der Marsch ist älter als 50 Jahre nach dem Tod des Komponisten und damit sollte das DMCA frei sein. Respekt, dass du das sogar wusstest. Du hast gegoogelt. Nein, ich hab kurz geguckt. Stiller Zuschauer, ganz offen, ich weiß es auch nicht auswendig, was da überall drin ist in dem Ding. Bisher habe ich das eigentlich auch immer nur genutzt, um halt eben, ja, den Scheiß irgendwie loszuwerden. Haben wir jetzt wieder so Eismine 7 Kilometer? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, von wegen, ob wir jetzt irgendwie weitersuchen wollen, irgendwie, ob wir noch was, wir noch so ein Abandoned Settlement finden. Wahrscheinlich sollten wir es tun. Wir brauchen es. Also, wir müssen leider noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Angreifen würde ich im Moment erstmal noch nichts, weil werden wir wahrscheinlich nicht überleben. 2 Kilometer, Unknown Signal. Los, hinter. 2 Kilometer, Unknown Signal. Das siehst nur du, wenn es ein grünes ist. Ja, dann übernehme ich die Steuerung. Alles klar. Stream weg? Was? Ich sehe ihn noch. Was? Stream weg? Was? Ich kann nicht steuern. Was? Hast du doch gerade eben, bist du gerade eben gefahren die ganze Zeit, oder? Aber ich kann nicht lenken. Warte mal kurz, ich guck mal in dein Cockpit rein. Der Stream müsste noch da sein. Stream ist noch da. Nee.
kann nicht Gas geben und nicht lenken. Okay, eigentlich müsstest du es tun können laut Anzeige. Aber Handbremse konntest du ziehen. Nö. Er macht den Sound, aber macht nicht. Gehen wir nach links, nach links, nach links, 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 weiter, weiter, links, 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 links. Okay, weiter, still der Zuschauer. Chaos. Ja, irgendwie habe ich gerade auch so ein bisschen Probleme mit Twitch. Also bei mir ruckt der Probestream auch immer wieder. Ja, ich sehe es. Ich sehe den Fallschirm. Es ist halt nur so eine kleine Pisssonde. Da sind irgendwie zwei, drei Teilchen drin und dann war's das. Ach so, ach ja, okay. Links von uns ist. Ach nee, das ist der Scrap, okay. Da waren wir schon. MA3 Shipment. Ja, wir sind schon ein Stück weiter links. Waters. Noch ein Stück. Die rollt noch. Wird nämlich nicht weniger. Das ist halt schwierig, weil ich das Signal ja selber nicht sehe. Ich glaube doch, da hat gerade was geblinkt. Das könnte sein. 54 Meter, ein bisschen weiter links. Ja, jetzt hast du es. 200. 310, der siehst du, oder? Ja, ja. Stück links. Ich wollte jetzt keinen Roadkill daraus machen. Ach so. Flup, flup. Wieder einmal voll tanken und die Scheiben wischen. Ich mach mal kurz was in der Hoffnung, dass ich irgendwie, wenn ich ein bisschen hochfliege, irgendwie vielleicht noch so ein Scrap-Ding irgendwie sehe. Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir. Also wir hatten 50 Computerteile drin. Okay. Okay. Damit hat sich das Ganze schon gelohnt. Ja, weil das sind 50 Computerteile, die wir gerade nicht bauen müssen. Jawohl. Wenn wir auf 7,6 Kilometer halb rechts fahren. Kommen wir zu der Research Station, ne? Weiß ich nicht. Ja, doch. Ja, Flight Research Station. Flight Research, okay. Und was ist die bei 10 Kilometer rechts? Das ist eine. Eis, oder? 10 Kilometer rechts ist genau die Eismine, bei der wir schon waren, beziehungsweise auch unsere Baustelle. Hm. Okay. Aber wollen wir nicht. Also, rot ist doch das Ding, oder? Hier, guck mal, 2 Kilometer links von uns, das ist rot. Aber es ist 2 Kilometer. 2 Kilometer, du meinst 4, oder? Nee, das da drüber nein, ist noch einer. 2 Kilometer. Nee, 2 Kilometer ist die Dings. Ach, das ist der Scrap-Typ. Ja, nee, ich sehe, ich weiß, was Ben meint. Da kommt gerade noch ein anderes Signal runter, das ich lustigerweise tatsächlich gerade auch sehe. Ich nicht. Wir halten direkt drauf zu. Ah, ich sehe die. Ich sehe den Fallschirm. Ich finde es schön, wie eure Helmlampen quasi die Frontscheinwerfer des Autos sind. Ja. Eigentlich brauchst du gar keine Frontscheinwerfer, nimm einfach die Helmlampe. Mhm. Na, das da hinten sind nur zwei Steine, okay. Da hinten sehe ich, glaube ich, noch was. Ja, das sieht so aus, als ob da links am Horizont in Richtung Flight Research Station irgendwelche Gebäude sind. Die sind aber zu nah, als dass sie die Flight Research Station selbst sein könnten. Ja, das ist die Medical Emergency Station. Was, eine Medical Station? Ja. Okay. Auseinanderbauen. 100 Meter, ich hüpfe. Ich kann einfach nebendran parken. So. Ist aber nicht so witzig. Dann rehydrieren wir mal ganz kurz, auch ohne Bot.
Und was war drin? Fünfundzwanzig Stahlplatten. Oh, Space wow. Space Credits 889. Wuhu! Naja. Naja. Ja. Und dann können wir jetzt endlich ein Mitfahrtentgelt einführen. Ja. Okay, also jetzt zur MAE. Ja. Gut. Mal sehen, ob die mir helfen können. Medic Emergency Station. Wenn wir da drin vielleicht wenigstens genug Zeug finden, dass man irgendwie. Das ist ja auch schön, wenn es. Gibt es einen Mod, dass die Türen hier zum Beispiel stöhnen? bis jetzt das noch nicht, so aber du bringst mich da gerade echt auf Ideen. Würde es echt machen. Ich würde echt mir so einen Mod installieren, damit alle Türen stöhnen. Gut, müsste eigentlich relativ einfach sein. Du brauchst ja nur eine Mod, die Türsounds ersetzt. Du musst ja nicht mal irgendwie groß was richtig Krasses machen. Nö, nee, musst nur so ein freundliches Stöhnen. Oh. Oh. Bitte, dann will ich aber auch, dass du uns selbstfahrende, automatisierte, schreiende Staubsaugerroboter einbaust. Oh, ja, das Video war so gut. Das Video war so gut. Wo irgend so ein Typ hat halt einen Roomba umgebaut. Jedes Mal, wenn er irgendwo angestoßen ist, hat er halt irgendwie so... Oh, und au. Ach ja. Damn it! The Mars Research Expedition was defunded after their terraforming projects on Mars failed. However, hau they rein. Also ran several emergency medical facilities around the planet. Some of them may still be in working order. Oh, 80 Stahlröhren, ich brech ab. Und vor allem wisst ihr, was da auch noch drin ist? Medical Components. Also, hier drin. Oh, ja doch. Beziehungsweise wir müssen die gar nicht komplett zerstören. Wir könnten auch einfach ein paar nehmen, das Ding hier fertig schweißen, dann hätten wir hier einen Respawn-Punkt. Und den Rest tüten wir einfach ein und nehmen mit. Aber. Overfall, kann das sein? Möglich. Weiß ich nicht. Wir haben hier im Übrigen wieder einen programmierbaren Block. Aber unser der ist offline. Dings sind voll. Habt ihr gerade irgendwie die Power von dem Teil abgeschaltet? Nee, das hatte keine. Okay. Es sei denn, irgendjemand hat da schon eine Solarzelle abgesägt. Aber ich glaube, der... Ich habe also hier nur einen O2 und eine Kiste abgesägt. Hier gibt's ein Bett. Und hier gibt's eine Batterie. Die ist sogar noch relativ voll. Ja, die könnten wir gegebenenfalls stehen lassen und später dann hochladen. Ganz Gyroskop. Was es uns bringt, das Zeug wegzuflexen, ganz einfach, die Teile. Hier ist eine von den Solarzellen nehme ich mit, die andere lasse ich erstmal noch. Station drin komplett, ne? Genau, genau. Okay, dann nehme ich jetzt den programmierbaren Block weg, ne? Warte mal, ich habe noch, wir haben jetzt gerade keinen Strom, weil schon wieder dunkel. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch eine Solarzelle dran klemmen, aber bringt halt nichts, weil wir gerade keine Sonne haben. Ah, hier, nee, hier, ja, hier ist eine Solarzelle dahinter. Aha. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob... Ja, wir müssen halt auf morgens warten. Dann also die ist nicht dahinter, Sven, die ist von außen dran getackert. An die ich glaube... Ja, genau. Also ich kann mich irren, aber ich glaube, der gibt einem eh nichts. Ja, dann flex ihn halt weg. Ja. Das ist jetzt nicht mehr meine Entscheidung. So. Ja, genau. Und zwar, wenn wir es jetzt verkackt haben, ist es halt meine Schuld. Wie immer. Genau. So, haben wir hier denn ein Solar-Dings dran? Ja, eins. Die Batterie hier auch wieder auflädt. Ja, sehr schön. Langt doch. Langt doch um die...
jetzt am Tresen trinke noch ein Bier. Also tatsächlich, also die Designs sind schon, sind echt schon ganz hübsch. Ja. Das ist eine Glasscheibe. Ja, ja, ist eine Glasscheibe. Mhm. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Ja dann, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine ordentliche Ladung an Stahlröhren dabei. Überhaupt nicht. Ja. Wir haben drei... Wir haben den Leitstand angeflext. Ich denke mal wieder. Ja, wir haben drei Solarzellen eingesteckt. Was drin. So. Panzerglas. So. Ja, okay. Dann nehme ich mal hier schnell noch die... Ah, da sind keine Stahlrohre drin, okay. Ich pack nochmal zwei Container an. So, weil dann können wir hier dieses Seitending gerade komplett. So, hier können wir das Panzerglas rausnehmen, genau. Weil, was wir dann jetzt auch mit den Metallplatten hier machen können, ist, wir können die im Zweifelsfall in den Assembler stecken und damit mal die fehlenden Stahlrohre nachkonstruieren. Hier ist ja schon wieder alles voll. Was mache ich mit dem Bett? Jetzt lege ich im Bett. Ich im Bett und jetzt? Jetzt, Prinz, wer liegst du da jetzt erstmal? Die Sache, ein Bett funktioniert, aber vorausgesetzt, du bist in einem Raum mit Luft, dann funktioniert ein Bett genauso wie eine Cryo Chamber. Das heißt, wenn du ausloggst, dann stirbst du nicht. Beziehungsweise musst beim nächsten Mal nicht respawnen. Also aus irgendeinem Grund haben die das so eingebaut. Wenn du in einem Multiplayer vom Server ausloggst, solltest du in der Cryo Chamber oder in einem Bett liegen. Wenn du das nicht tust, musst du wieder beim nächsten Mal wieder eine Medbay zum Respawn also suchen, was im Zweifelsfall nicht cool für das Zeug ist, was du so im Zeitpunkt der Tasche hast. Das verschwindet dann nämlich. Genau. So, also mal ganz kurz. Ich bin tatsächlich komplett voll. Die Kisten sind komplett voll. Okay, Ben, hast du noch ein bisschen Platz für hier Stahlplatten wegzerlegen? Ja, soll ich welche zerlegen? Ja, hier das Ding, an dem ich gerade rumflexe. Warum hat er denn jetzt hier das Ding rausgenommen? Hä? Weil ich da raus wollte. Und das war eh Panzerglas. Ja, eben. Ja, was? Möchtest du nur sagen? Alles klar, Justin, ist nicht schlimm. Wie gesagt, wenn du platt bist, bist du platt, das ist vollkommen in Ordnung. Schön, dass du dabei warst, solange es ging, und mach dir keine Sorgen. Wie gesagt, wenn es mal nicht geht, alles gut. Wir kommen wieder. Ja, wir kommen sowieso wieder. Oh, verdammt. Wir kommen wieder, eine Frage. Nicht das Ende aller Tage. Nee, heute ist nicht aller Tage. Heute ist nicht Ende aller Tage. Nee. Und wie viel wetten wir? Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Das ist Zitat von Paulchen Panther. Also ich muss gerade eher tatsächlich an dieses Satan-Hörspiel denken. Heute ist das Ende aller Tage. Das kenne ich nicht. Ich hab echt nicht? Paulchen Panther zitiert. Du kennst nicht das Satan-Hörspiel? Nein. Meine Güte. So, okay, ich habe nochmal zwei weitere Container dran geklatscht. Wahrscheinlich werden wir gleich erstmal die Power erhöhen müssen. Sandsturm. Siehste, der Chris kennt's. Sehr gut. Der Chris kennt es. Ja. Possibilities. Oh, schöner Sandsturm. Wo müssen wir denn hin jetzt? Ne? Ich würde sagen... Geht wieder nach Hause. Ist das ein 3,4 Kilometer? Hm? Ist das die Base in 3,4 Kilometer halb links? Oder die 11 oder 13? Nein, das sind 3 Kilometer, ist die Research Station von den Gegnern. Also ich mochte ja tatsächlich die Folge, heute ist nicht das Ende aller Tage. Denn Satan hat Urlaub. Satan macht Urlaub. So, ja, okay. Das, wenn die komische Satan, das kenne ich nicht. Ich habe Paulchen Panther zitiert und der sagt, heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Genau, und ja, zwar am Ende auch nach gerade, jeder... den Chat, der das grüßt. Ebenfalls gesagt hat. Genau. Grüß dich, Bananen-Junkie. Bananen-Junkie, sauer, wenigstens einer hält zu mir.
Ja, und nachdem der Chat ja recht hat. Immer. Always. Ja. Period. Chat's always right. Internet so. Lügt nie. Eine Sekunde. So. Ein wunderschönen Abend. Schön, dass du den Weg in unseren Chat gefunden hast. Ruf halt das Video. Mein Name, Junkie. Wir gurken hier so ein bisschen random rum. Ja. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Also, wie der Streamtitel schon sagt. Ja, siehst du, Ben, sogar Chris fällt mir in den Rücken. Internet lügt nicht. Und das sind da gerade gespawnt. Was soll ich sagen? Ja, das sind die zwei Regeln unserer Generation, ne? Guck mal, hier ist noch irgendwas Ben, gespawnt. What? Ja, habt ihr das gesehen? Ja. Sekunde. So. Kann man ja mal irgendwie zusammenschneiden mit After Effects. Keine Ahnung, was ich gefunden habe. Ich habe bekommen Kommunikationskomponenten, ein verbessertes Schweißgerät. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Ja. Keine Ahnung. Nee, das war es, glaube ich. Alles klar, tschüss. Schon wieder ein Lebensmittel, ja, ja, weil du bist ausgestiegen und halt direkt vor dem Wagen hergepurzelt, weil dich der Reifen die ganze Zeit weitergerollt hat. Ja, ja, gibt's halt ein bisschen Ben-Abrieb. Ja, schau mal, ob's im Clip zu sehen ist. Ich gucke. Nice. Ja, ich klippe nicht nur doofe Sachen. Nee, das war schön. Weil man konnte sehen, wie ich so im Rad... Ja, ja. Das war schön. Das Schwierige am Clip ist, dass du... keine Situationskomik musst. Man muss sozusagen den ganzen Gag drin haben. Dann ist es cool. Ja, gut, klar. Wenn da natürlich irgendwie die Hälfte fehlt, dann ist es nicht mehr so witzig. Genau, oder du hast so eine Grundstimmung oder sowas, ne? Alles. Da funktioniert es nicht. Ich wollte ja eigentlich einen Counter machen, wie oft ein zum Beispiel stirbt oder wie oft ich fluche. Sehr schön, Bananen-Junkie. Schön, dass wir dich damit begeistern können. Mit Space Engineers. Ja. Gibt's auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ja, Markus macht das. Markus macht eine Space Engineer Grundeinführung sozusagen. Bootcamp! Einfach an. Bootcamp. Ein Space Engineer Bootcamp für alle, die ja. Oder noch mehr lernen wollen oder was auch immer. Oder irgendwie die letzten 20 Patches übersehen haben. Ja. Ich meine. Nur noch 10 Kilometer. Cool. Ich meine tatsächlich, ich habe das Spiel gekauft und ich habe es dann wirklich intensiv gespielt. Da haben bei mir auch Jahre dazwischen gelegen, weil irgendwie in der Early Access Version nicht allzu viel ging. Ja, es war halt irgendwie so, okay, Sandbox, kannst irgendwas zusammenkleben, fertig. Wie viele Stunden hast du da drinnen mittlerweile? Ich müsste jetzt mittlerweile irgendwo jenseits der 2000 Spielstunden liegen. Bei Path of Exile, die Profis, die wirklich so richtig krass halt in die Season starten jedes Mal, die haben so 5000 Stunden und das sind Profis. Und wenn du überlegst, du hast 2000 und bist voll berufstätig. Ja. Wäre solide. Ja. Was aber nichts daran ändert, dass ich trotzdem regelmäßig schaffe, dass mir irgendwie blöder Scheißdreck passiert, weil ich einfach irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne von so einem Eichhörnchen habe. Ja. Oh, was Süßes, Rums. Warum puffert mein Video? Jetzt ein leckeres Video, Puffer. Die Meldung kriege ich aber auch. Ja, Witsch. Dementsprechend klappt es auch mit dem Haushalt. Da muss dann halt auch mal die Akku-Klobürste ran.
Ja, die Akku-Klobürste. Hey, die hat tatsächlich gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Gestehe, meine Grafikkarte läuft auch gerade nicht ganz ohne. Hast du vielleicht mal überlegt, irgendwie sowas wie Frame Limiter oder so zu benutzen? Versuch die gerade einfach irgendwie 120 Hertz zu ballern und weiß nicht warum. Das könnte sehr gut sein, ja. Muss ich mal gucken. Ich sehe halt gerade einfach irgendwie nur Konturen von Berg und ganz viel Drecke. Ja, ja, das hatte ich vorhin, als ich zurückfliegen wollte. Ich sehe erstaunlich gut. Man sieht den Sturm, aber... Ja. Ja, 6 Kilometer. Schauen wir mal, was sehen wir denn in der Landschaft? Daneben hat irgendwie... Hat sich jemand auf den Boden gefreut? Also... Ich bin ja dafür, dass der Markus den Geschwindigkeitslimiter einfach wieder rausnimmt und mal richtig losheizt. Ich ja auch. Wie schnell fahren wir? Wir fahren 20. Vorhin sind wir 50 gefahren. Ja, weil der Geschwindigkeit... Ja, aber jetzt sind wir ja auch... Jetzt haben wir ja auch Gegenwind, Ben. Und Gegenwind. Wir fahren ja 0 wieder. 0 km/h ist natürlich auch nicht richtig schnell. Okay. Nein! Nein, Markus! Wir drehen uns nur wieder auf den Kopf. Ja, und dann stehen wir eine Stunde da. Richtig. Ja, aber diesmal haben wir uns sind vollgeladen. Also wir hätten aber zur Not 2 Gyroskopen, mit denen wir das Ding auch jetzt in der Luft drehen können und vielleicht irgendwie dafür sorgen können, dass beim Aufprall wenigstens irgendwie zwischen dem Chassis und dem Boden sowas wie ein Reifen vorhanden ist. Oh, die Kurve, Steillage. Es sind doch nur noch 5 Kilometer. Es sind doch nur noch 5 Kilometer. Ja, Schräglage. Ja, komm, das... Ah, auf deiner Seite so für mich im Stream sieht alles gerade aus. Ja, dann guckst in die Kamera rein, siehst wahrscheinlich so Kopf irgendwie so einmal um 180 Grad gedreht. Nein, guck in den Stream, da sieht alles gerade aus. Warum hast du keinen künstlichen Horizont? Weil ich kein Cockpit habe, sondern nur einen Sitz. Stimmt. Ja. Warum? Und mir ist auch ehrlich, gerade wenn ich künstlicher Horizont ist im Fahrpreis nicht inbegriffen für die billigen Passagiere da hinten. Genau. Dafür aber der Bereich des Atomreaktors mit weniger Mantel außenrum. Ja, ich finde es auch ganz cool, dass der Atomreaktor zwischen deinen Beinen liegt. Ja, ne? Das ist auch immer entspannt. Ja, das sagt schon viel aus über unser Verhältnis. Das geht halt heiß her. Atomreaktor? Klingt wie so ein Ratgeber. Genau. Klingt wie so ein Ratgeber oder mein Atomreaktor und ich. Und ich, genau. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Dafür braucht man eine Abstimmung. Sollen wir ein Buch rausbringen? Das gab heißt. Gab doch einen Kerl, ne? Gab doch einen Staaten, der hat einen Atomreaktor gebaut in seinem Garten oder so. Ja, ja, und dann kam aber das FBI und hat ihn mitgenommen. Ja, aber. Also den Typen, nicht den Atomreaktor. Den nicht. Nee, aber du darfst ja auch nicht. Markus, das wird. Ist hügelig. Ja, Chris. Hügelig. Oh, RMT, um das Ziel zu verfassen. Rechte Maustaste. Jemand anderes nutzt dieses Schiff bereits. Was? Was machst du denn? Ich hätte einfach einen zweiten Passenger Seat bauen sollen. Ich glaube, daran liegt es, dass das kein Passenger, dass das ein Beifahrersitz ist. Also ich finde es hier hinten ganz angenehm. Ist ganz schnuckelig. Bei dem Large Grid machen wir daraus so einen richtig großen Wohnwagen, mit dem wir dann über den Mars ziehen? Ja, das war so ein bisschen die Idee, weil das Problem ist, wenn man eine Basis bauen, ist halt so ein bisschen dämlich, weil idealerweise... Wir können ja eh nicht stationär sein. Genau, deswegen ist irgendwie so der Gedanke, den ganzen Bertel einfach mitzunehmen. Mhm. Ja, Der Schwimm wird genauso gefahren wie der Ballast hinten auf dem Auto. Also, da sind wir. Nicht dekadent, sondern eigentlich ist der Sven eine Transportkiste. Auf eine gewisse Art und Weise ist das nicht mal falsch. Ich möchte nur mal erwähnen, wir Consultants werden in bestimmten Betrieben abgerechnet wie Inventar.
Das heißt, ich bin ein Tisch. Ich bestehe darauf. Ich bin ein Tisch. Mit drei Beinen. Kannst du Wrong bitte ein unknown bisschen weiter signal, 57 Kilometer, warum? Ja, go, Ben, go. So, bevor wir irgendwas anderes zuschweißen, als allererstes die Suspensions. Boah, dann falle ich da gleich mal rein, was ich hab. Möchtest du dein eigenes Pronoun? Oh, das ist eine schöne Idee. So. Das hier kann jetzt erstmal wieder weg. Ich glaube, den brauchen wir so nicht mehr. Also der erste ist immerhin fertig. Ja, wahrscheinlich ist unser Eis mittlerweile weg und das Hydrogen platt. Aber wir haben jetzt Strom. Das heißt, nachdem wir Strom haben, könnten wir jetzt auch hingehen und irgendwie MedBay und Co. transferieren. Also den H2O2-Generator brauchen wir ja nicht mehr transferieren, den haben wir ja schon. Ja. Da kommen wieder ein paar große Rohre raus. Sven. Sven. Ja, was denn? Wir wissen beide, dass diese Aussage nicht ohne Hintergedanken getroffen wurde, oder? Oh, das nimmt einfach kein Ende. So, los, zieh dich mal hier durch. So. Und ja, korrekt, wir haben weder Sauerstoff noch Doch, Sauerstoff haben Hydrogen. wir. Sauerstoff haben wir. Mein Sauerstoff füllt sich gerade nicht auf. Ja, wie soll sich der Sauerstoff denn auch auffüllen, wenn du an der Kiste rumkrabbelst? Das zieht sich automatisch nach hinten durch zum Generator, aber der Generator ist leer. Ach so, jetzt ja. Ja, Wir natürlich. brauchen So. Motoren, die haben wir nicht. Hier habe ich noch 19 Stück. So, und wo ist denn der kleine Wasserstofftank hier? Ne, der ist komplett Hier aller. brauche ich Motoren. Heißt das, du kannst den Wasserstoffmotor ausschalten? Für den Moment können wir ihn schon ausschalten, ja. Okay, dann schalt ihn mal aus. Dann lege ich mal 1K Eis nach, damit Sauerstoff und Wasserstoff entstehen. So. Ein KI ist halt sofort weg. Ja, genau. 1K Eis ist nämlich sonst sofort weg, exakt. Aber wir können theoretisch. Oh, hier haben wir. Oh, hier haben wir noch Eis. Sehr gut. Ja, wir brauchen halt Motoren. Können wir gleich herstellen. So, das müsste sich jetzt durchziehen. Jawohl. 100%, sehr schön. So. Ist er aus? Der Wasserstoffmotor ist an. Soll der an sein? Du solltest ihn ausschalten, wenn du willst, dass er kein Eis wegfrisst. Ja, und das brauchen wir ja auch gerade nicht, ne? Genau. Weil Batterie ist halb voll. Was sagt die hier? Ja, die sagt gerade aktuelle Abgabe 509 kW, gespeicherte Energie 1,66 Megawatt. Ist halt jetzt Ist nicht also noch Platz. ist jetzt nicht die Welt, aber es reicht zumindest erstmal. Wie kann So, denn. Tatsache, der Rover ist leer. Ja. Gerade komplett geputzt. Ja. So, dann gucken wir mal. So. Vielleicht habe ich hier noch irgendwas einstecken. Nee, habe ich nicht.
Brauchen wir jetzt auf jeden Fall nochmal 80 von den Power Cells, damit wir die zweite Batterie fertig kriegen, hätte ich jetzt gesagt, weil die wäre nicht ganz unwichtig zu habeln. So, Motoren zu habeln. Haben wir hier. Große Rohre haben wir kein. Doch, haben wir hier zwei Stück noch. Alles klar, mach's gut, bis bald. Wir produzieren gerade weitere Batteriekomponenten, dass wir die zweite Batterie zusammenkriegen. Ansonsten müssten wir auf jeden Fall auch wieder weiter Eis holen. Was brauchen wir hier noch? Stahlrohre, hier noch irgendwas? Nein, die ist fertig. Motoren. Okay. Wie viel von den Dingern haben wir jetzt mittlerweile fertig? Oh. Oh. Das heißt, wir haben 7 von 8, 5 von 6 Suspensions haben wir schon fertig. Ja, Banan Junkie, schön, dass du da warst. Wenn du uns freuen, wenn du ein Follow da lässt oder so, oder nochmal wiederkommst. Ansonsten folge uns auf YouTube und ja, TikTok, Discord, gern gesehen. Bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal, Banan Junkie. So. Also das muss dann aber auch in der Breite, ne? Und nach oben muss das größer werden, ne? Das ist, klar, oder? Das ist schon klar, dass das muss, ja. Gut, okay. Rechne ich auch fest mir damit. Da, ich stell mir da so von den Sandleuten, nee, nicht von den Sandleuten, von den Javas, so, ne? Dieses Riesenteil vor. Du Wahnsinniger. So muss das am Ende. Wir sind nicht umsonst hier, so. Ja, für den Moment müssen wir das Ding erstmal irgendwie zum Fahren kriegen. Das sieht ganz schön hässlich aus. Eieiei. Ja, das ist mir klar, dass es hässlich aussieht. Ich meine, es ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Bodenplatte mit Rädern. Was soll daran schön aussehen? Ich würde ihr vorne so einen kleinen Hals geben. Oder so. Und dann würde ich hier nochmal so eine Kugel dran machen. Und dann ist da vorne so. Wie sieht so eine Ameise? Ja, warum nicht? Also prinzipiell, wenn du da Ideen hast, ich hab hier keinen Hoheitsanspruch. Also hau rein, mach was Geiles draus, ich bin gespannt. Was macht ihr da? Nichts. Haltet ihr etwa eure Schweißgeräte gegeneinander? Ich möchte übrigens mal ganz kurz. Au, dir ist schon klar, dass mir das Schaden macht, ne? Ich weiß, darauf habe ich gewechselt und nur angeteasert. Au. Was heißt 120? Stimmt jetzt ab, wenn ihr glaubt, dass das Mobbing ist oder eine Liebesbezeugung. 240. So. Also, 100. 240. Ich baue jetzt Stahlröhren. Ihr habt's so gewollt? Wie geht das denn? Du gehst. Motoren. Wie baue ich denn Motoren? Du gehst in das Inventar rein. Dann hast du da diesen Tab Production. Ja. Und da kannst du dann sagen, was er alles bauen, was du gebaut haben möchtest. Wenn du einfach mit einmal draufklickst, dann setzt du ein Item rein. Wenn du mit gedrückter Shift-Taste links klickst auf, genau, dann setzt du 100 und mit Steuerung 10. Wir können die auch erstmal vorziehen, wenn die jetzt erstmal wichtiger sind. Wir brauchen sie für die Aufhängung. Was, wir haben doch alle Aufhängungen, oder? Bin ich gerade doof? Fehlt noch eine. Ja, das macht, die hat ihren Anschluss oben und unten. Okay, dann haben wir das alles gemacht, aber mein. Ja, dann breche ich die Motoren wieder ab, sonst. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Hä? Was doof? Ja, ich hätte halt gerne die Krankenstation mal aufgestellt. Ja, und? Mit Anschluss an Dingens, aber... Aber? Wie baue ich denn was, Markus? Du hast ja dieses Menü, was kommt, wenn du G drückst. Ja, da bin ich gerade. So, und wenn du dann auf All Blocks gehst, dann kriegst du eine Auswahl von allen Blöcken, die du bauen kannst. Und dann ziehst du dir die auf die Toolbar runter.
Und dann, wenn du im Spiel rumrennst, im Grunde genommen wie in Minecraft, du willst, dann drückst du dann auf der Toolbar die Taste, dann hast du den Block in der Hand, den du setzen willst. Noch ein kleiner Hinweis, wenn du die Panzerungsblöcke nimmst, acht erstens darauf, dass du die leichte Panzerung nimmst, weil die schwere Panzerung braucht brutal viele Ressourcen zu bauen und ist sacker schwer, dann fährt das Ding wieder nicht, sehe ich schon kommen. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Mein Block, ja genau. Boah. Boah. So, was will ich denn? Dekorative Blöcke? Nein. Erstmal willst, sind Panzerungsblöcke, also Armor Blocks heißt das bei mir, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, guck, dass du die mit dem Plus dran nimmst, weil das ist... Waffenblöcke? Nein. Das sind Werkzeugblöcke, auch nicht. Charakterwaffen? Also, bei mir heißt es Armor Blocks. Alle Blöcke und dann leichte Panzerungsblock. Genau. So, dann idealerweise nimmst du noch den Light Armor Slope. Weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, wie gesagt. So, haben wir dann keine Metallgitter mehr? Nö, ja. Wir haben anscheinend alle Metallgitter... Verstoffwechselt, aber wir können welche bauen. Okay. Dann gebe ich hier gleich mal einen Auftrag. Beziehungsweise erstmal müssen wir, glaube ich, ein paar Metallplatten erstmal zerlegen. Das könnte sein, was ich will. Ja. Beziehungsweise Sven, du kannst doch einfach die Mad Bay, die unten ist, zerlegen. Also ich meine... Ja, stimmt, das ist auch eine gute Idee. Das ist auch eine gute Idee. Weil hier ist jetzt eigentlich nichts mehr, was wir noch brauchen. Mad Bay haben wir dann unterwegs mit. Wir haben unseren H2O2-Generator. Dann können wir hier dem Shuttle schon mal so ein bisschen den Rücken zukehren. Ja, super. Es fängt ja schon wieder gut an. Okay, was auch immer da gerade passiert ist, das war nicht schön. Was denn? Irgendwas hat hier gerade richtig gerumst. No energy. Ich bin unten drunter und leckte das Dings fertig. Ja, schon klar, das Flexen bedeutet. Ja, ich schweiße. Voll, und ich krieg wieder nichts mehr in die Kisten hier rein, weil die voll sind. So, ja, Tatsache. Ja. Das heißt, geh ein kleiner Container. Ein kleiner Frachtcontainer. Hier mal direkt daneben. Och, da brauche ich schon wieder die interne Panzerung. Kann ich das denn nehmen, was da unten liegt? Da liegen Stahlrohre, die würde ich gerne nehmen. Wie geht das? Wo bist du denn gerade? F drücken. In der Kiste drin, oder was? Ja. Produktion, liegen Stahlrohre. Du musst erstmal in Inventar gehen. Aber da gibt es einen Knopf Inventory, dann landest du genau in dem Ding von dem Teil. Weil aus der Produktion... ja. Zwei Computer fehlen. Haben wir noch so viel? Zwei noch, gar keine mehr? Anscheinend. So, ist denn die hier? Ja, sie ist fertig. Wir könnten dann mit dem ganzen Konstrukt eigentlich ja dann auch zum nochmal zu der Eismine fahren, dann müssen wir nicht so viel rennen. Ich hab schon wieder kein Ding mehr. Alter, das kann doch nicht sein. So. Ach, du hast jetzt einen Conveyor reingesetzt. Okay, gut. Warum sagt die Produktion nicht? Wahrscheinlich, weil er keine Materialien mehr hat. Fehlende Materialien, Eisenbarren, okay. Ja, aber wir brauchen die alte Basis ja nicht mehr. Das heißt, wir können die ganzen Metallplatten von dem Ding nehmen, können die dekonstruieren, kriegen dadurch Metall raus und dadurch neue Stahlröhren bauen. Warte kurz. Oh, das Ding ist schon weg. Never mind. Du kannst jetzt hier oben. Ja, ist da oben.
ist jetzt an Bord des Schiffs, also okay, des Rovers, des Großen. Gut, dann wegflexen. Operation abflexen! Okay, unser Sound ist gerade. Und das Voice-Artefakte. Also irgendwie ist heute der Wurm drin, technisch. Der Sound vom Game ist okay, aber die Voice alleine spinnt, was? Bei einer bestimmten Person, also bei mir oder bei Ben und Markus. Okay, du hast Ben und Markus abgehackt. Das ist komisch, weil die höre ich über Discord tatsächlich korrekt. Okay, aktuell geht's wieder. Leute, Frage, soll ich mal den Stream restarten? Also mal ja. Frage an Ben und Markus. Ist wahrscheinlich keine schlechte, nicht die schlechteste Idee. Ja, keine Ahnung. Mit deiner Grafikkarte weiß ich halt nicht, was da ist. Was die das so heiß wird oder so hohl dreht. Ja, die läuft gerade bei 72 Grad, aber ist jetzt wieder runter auf 55%. Also, als wir vorhin rumgefahren sind und die Welt gestreamt wurde, war es ein bisschen anders. Schwierig. Okay. Ja, Sound ist anscheinend wieder okay. Okay. Merkwürdig. Gut, dann glaube ich, können wir den brauchen wir den GPS-Marker Crestside auch nicht mehr. Nee. Oh. Das ist korrekt. Dann gehe ich hier mal kurz. Was? Wir haben schon 1, 2, 3 Reifen? Ja. 4. 4? 4 haben wir. Aber wir haben keine Rohre mehr und wir haben kein Eisen darum. Doch, Eisen haben wir doch jetzt. Wir haben gerade knapp 1000 Stahlplatten. Wir brauchen aber Stahlrohre. Ja, die kann man dann daraus herstellen. Achtung, also, der steht gerade auf Disassembling. Du zerstörst gerade sämtliche Stahlrohre, die wir haben. Ich stehe auf Produktion. Achso, das Ding steht auf Disassembling. Achso. Genau, weil ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Stahl okay, zerlegt. Wenn da Parallelleute natürlich was machen, dann kann ich das nicht. Entschuldigung. Nee, alles ich gut. Das ist auch nicht deine Schuld. Immer wieder, dass die FPS auf 58 runterfallen. Ja, aber du kannst doch eh nur mit 60 streamen. So, dann bauen wir jetzt neue Stahlrohre. Ja, aber das zeigt eigentlich, dass irgendwo gerade ein Problem ist. Egal. Hier, wir brauchen noch, ja, noch 40 Stück etwa. Dann haben wir's. Das Viking, da du gerade da bist. Warte kurz. Jetzt kriegt er was. Du, wo du gerade da bist, kommst mir gerade recht. Dann kommt mir nicht, genau. So, muss ich mal kurz den Sound anmachen. So, noch 23. Wir haben genug. So, dann hacken wir mal hier das untere Ende von unserer kleinen Auffahrhilfe hin. Moment der Wahrheit, oder? Das war ja hier. Ja, es fährt. Es fährt. Meine Kreaturen, sie leben. Ja, jetzt. Kann nicht platziert werden. Das ist nicht frei. Nein, jetzt nicht im Ernst. Man kann da nicht drüber bauen. Was? Doch. So. Okay. Muss überlegen. Wir hatten... Oh mein Gott, wie konnte ich denn nochmal die Form von Blöcken umstellen? Und zwar, wenn du im G-Menü guckst, musst du schauen, ja, ob die Blockgruppe, die du da reingezogen hast, ein kleines Plus oben rechts hat. Wenn ja, sie ja, das ja, hat. Ja, hat's. Okay, und dann mit der einfach mit dem Mausrad durchscrollen. Okay, also, danke, Mausrad war's. Du hängst übrigens ein bisschen in der Luft. Frage, wer nimmt den kleinen Rover eigentlich mit? Oder zerstören wir den einfach und lagern den ein?
Ja, ist eine gute Frage. Der nette Viking hatte Geburtstag neulich. Oh. Und, da habe ich mir erlaubt, einen Geburtstagssound abzuspielen, denn... Ja, ich habe ihn gehört. Ja, Geburtstag und so. Also in dem Sinne wünschen wir das Zeitalter und persönlich dir alles Gute. Auf jeden Fall, alles Gute zum Geburtstag, lieber... ja, lieber Viking. Und uns erhalten. Ich war mir nicht mehr sicher, wie da die Präferenz zur Nennung von Namen war. Ja, prinzipiell erstmal nicht, würde ich sagen. Ja. So, habt ihr jetzt alle Räder gemacht, während ich hier den Sound? Ja. Ja. Okay. Ben, willst du mit dem kleinen Rover mitfahren oder zerlegen wir den, schmeißen in die Kiste und fahren nur noch mit dem großen rum? Ich fahre hinterher, kann ich gerne machen. Okay, weil vielleicht bauen wir dann irgendwie, schmeißen da ein paar Container runter und bauen da irgendwie... Ein Kanonengeschützturm drauf oder so. Genau, oder gleich mehrere. Danke, das war praktisch. Was? Dass der große Rover gerade einfach angefahren ist, während ich die Blöcke gesetzt habe. Ups. Ich glaube nur nicht, dass das so gewollt war. Dir ist schon klar, dass du noch nicht das dicke Schweißgerät hast. Wer? Du. Ich hab einfach dran entlanglaufen, macht Sachen noch nicht fertig. Das Zweiergerät. Ja, und erst beim Dreier geht einfach dran entlanglaufen. Ich habe ein Dreiergerät, okay. Ja, Polyamorie für Anfänger. Mit Schweißgeräten bitte. So, wie sieht es denn gerade mit Strom aus? Wahrscheinlich sieht es ganz okay aus. Für die Sekunde was? Also hier sollen dann auch noch Fenster rein irgendwie. Das muss ich mal gucken. Ja. Mein Tipp wäre, ja, dass wir hier vielleicht ein bisschen Form brechen. Ja, ein bisschen die Form brechen. Ja, ausgezeichnet. 1A, okay. Gebrochen, würde ich sagen. Ja, das hat er so gemacht, als wäre das genau das gewesen, was ihm so vorschwebte. Fast. Sorry, ja. Ich auf der anderen Seite auch einfach runterwerfen? Ist okay, mach ich. Vielleicht kleben wir einfach irgendwo noch an der Seite einen Block dran. So, jetzt kannst du so lange Form brechen, wie du willst. Okay, das sind die Sound-Artefakte wieder. Leute, ich würde vorschlagen, ich starte mal den Stream neu durch. Alles klar, dann mach das. Dann gehe ich auch nochmal ganz kurz vor die Tür. Ja, genau. Leute, einen Cut an der Stelle. Genau, dann machen wir einfach kurz einen Cut. Und was auch immer. Ja. Und dann starten wir den Stream neu. Das dauert eine Minute, vielleicht auch zwei. Wir müssen genau. Token nehmen. Also in dem Sinne, 2 Minuten Pause. Alles klar, jawohl. Dann lassen Sie es so machen. Bis gleich. Hallo. Ja, entschuldigt die Problemchen. Ja, heute ist ein bisschen der Wurm drin. Irgendwie Twitch hat da irgendwie im Moment ein wenig Problemchen, ja. War jetzt auch wieder der Token oder was, ne? Nee, war nicht der Token. Ich habe jetzt den Stream neu gestartet und habe jetzt einfach mal gesagt, nee, wir gehen jetzt komplett runter wieder auf 720p und ja. Ah, jetzt, okay, Bandbreite ausgelastet. Anscheinend wohl auf den Twitch-Servern, ja. Okay, ich muss aber jetzt gerade noch mal ganz kurz 2 Minuten nach den Katzen gucken, aber ja, ihr könnt ja schon mal... Ja, sieht auch tatsächlich ganz gut aus. Ah, aber die Sonne geht auf. Guckt euch das an, malerisch. Malerisch? Mhm. Ja, da hinten an den Bergen. Genau, an den Bergen. Da kommen wir her. So. Wir hatten doch Panzerglas. So. Können wir doch hier? Ben, wollen wir zwei vielleicht gerade nochmal eine Ladung in den Rover mit Eis voll machen, den kleinen? Bin gerade beschäftigt. Achso, okay, dann ist okay, dann mach ich das alleine. Ist auch okay. Metallgitter. So. Brauche Metallgitter.
Weil dann muss man nicht mit dem großen Teil da irgendwie durch die Gegend ballern. Okay, da ist ein Assault Cannon Turret auf dem Ding drauf. Geil. Ist noch nicht ganz fertig, aber ja. Ja, sollte man dann vielleicht noch ein bisschen mit leichter Panzerung verschalen. Und vor allem, ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob die gerade einen Zugang hat. Aber das kriegen wir hin. Weil die muss sich ihre Munition aus dem Cargo-System ziehen können. Und so wie okay. Das gerade aufgestellt ist, glaube ich, dass... Alles Zusatzinformationen, aber... Ja, alles gut, alles gut. Die Sache ist, du hast ja überall an diesen Sachen diese komischen gelben Ports. Und damit sie das Zeug das zieht, müssen die miteinander verbunden sein. Okay. Also sowas wie beispielsweise halt auch an der Kiste... an der Kiste da halt eben dran ist. Da gibt es auch einen entsprechenden Block für, damit man das auch irgendwie umleiten können. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal diese blöden Eismine vorbeiballer. Träger, F-Träger haben wir. Das weiß ich. Hast du meinen Warbase mitgenommen? Ja, klar. Ich park den Park direkt vor der Mine. Geh da jetzt irgendwie mal runter, mach da mal ordentlich hier. Der Plan war ja, ich baue gerade an meiner Rifle rum, aber dann. Du baust an deiner Rifle? Achso, an dem Assault Turret meinst du? Ja, genau. Ja, gut, wir müssen eh nochmal neu setzen, aber machen wir dann gleich. Okay. Brechen wir das mal. Ich hab gedacht, ich mach's mal wieder Markus. Die Form brechen. Ja. Und alles, was dran hängt. Ja, ganz genau. So, Sekunde, nochmal kurz schauen, ob das hier jetzt soweit ist. Und die 9. Nee, hier sollen ja Dings hinkommen. Hier sollen ja die anderen Blöcke hinkommen. Jawohl, der Chris. Wir sind wieder da. Das Einfärben macht dann der Markus, ne? So habe ich das denn jetzt richtig hier gesehen, wer das gemacht hat. So, das war die 9. Okay, Novum hat mal versehentlich das Spiel im OBS-Control-Window gespielt. Auch nicht schlecht. Was? Wie bitte? Ich habe gerade eben irgendwie für ein paar Sekunden das Spiel im OBS-Control-Window gespielt, anstatt im Spielscreen. Ja, wenn das Control-Window groß genug ist, dann geht das auch. Ja. Fenstergröße ist nicht das Problem. Ganz genau. Glas. Wir haben doch hier jede Menge Glas mitgebracht. Da. Hallo? Hier in einem anderen Frachtcontainer wieder drin. Anzeigen. Glas. Jawohl. Ernsthaft, wir haben weniger Glas mitgebracht als die zwei Teile hier. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich muss das wohl glauben. Ja, anscheinend. Okay. So. Tja, dann wird das wohl nichts, so wie ich mir das vorgestellt habe. Au. Was sagt denn mein Zeug hier? So. Ja, toll. Und dann habe ich es auch noch falsch gemacht. Ich habe Metallgitter. Dann habe ich es auch noch falsch gemacht. Ja.
Zelle, interne Panzerung. Oh Mann, ich hab so viele. Na, ich bin ja auch ein Runk. Ah, so ein Doppeljump wäre halt auch ganz, ganz nice. Ja, oder so ein nach vorne sprinten mit F oder so. Mhm. Oder mit Shift. Yep. Sprinten gibt's. Ist, glaube ich, Shift oder Control. Ja, wir beziehen uns auf unser It Takes Two Spielerfahrung. So, die 9. So. So. Okidoki. Gibt es einen Grund für den Block hier vorne? Für die leichte Panzerung? Nö. Den der Markus hier hingesetzt hat? Okay. Oh. Markus, willst du nicht fahren oder machst du noch Katzen gerade? Du machst Katzenmastung. Fertig geworden. Der Grund für den kleinen Block war ganz einfach. Und zwar. Ist egal, damit, jetzt ist er weg. Ja, er war dafür da, um zu halten, falls die Form nochmal gebrochen wird. Ach so. Gut, ja, wir brauchen irgendwo Glas hier. Gute Nachricht bei der. Langsam mal zum Solarpanel aufbauen. Ja, dafür bräuchte ich mal erstmal irgendwie sowas wie ein definiertes Dach, ne? Ja, ja, genau. Ja, eine Sekunde, ich habe gerade nochmal Eis geholt. So. Bist noch mal reingegangen? Ja, ich habe noch mal schnell Eis geholt, weil wir brauchen es ja, um unser Generator wieder zum Start zu kriegen. Okay. Nachdem Ben gelernt hat, dass er einfach auch. Ja. Sag mal. Da stimmen doch zwei Räder nicht. Die lenken doch schon wieder total falsch. Kein Wunder, dass du so scheiße fährst. Das ist eine Förderbandverteilweiche. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, Buggy. Oh, warte. Ich schau nochmal. Du hast absolut recht. Dankeschön, Hansa-Fan. Dankeschön. Okay, jetzt sind die Räder wieder halbwegs richtig. Das, wenn da Glasfenster. Ja, ich mache hier gerade ein paar Glasfenster rein. So. So. So, erstmal hier hinten, dann kommt hier eine. Ach so, Herr. Nachdem der GPS-Punkt ja weg ist, müssen wir das jetzt Pi mal Daumen machen. Dann machen wir auf den hier. Brauchen wir interne Panzerung. So. So, okay, damit sind die erreichbar. Dann machen wir hier eine, okay, dekorative Blöcke. Nee, keine Fenster. Hashtag Good Vibes finde ich gut. Finde ich richtig gut. sehr schön, Chris. Okay, also Ben, wenn wir das mit dem Türmchen hier anstellen wollen. Mhm. Ich muss jetzt leider nochmal kurz. Einen Namen bekommen. Hä? Mein Türmchen hat schon einen Namen bekommen. Was ist das Türmchen? Oh, ja, wir müssen das nochmal wegmachen, weil. Warum? Ich erklär's dir. So wie der Turm da war, hast du seine Öffnung mit Panzerungen blockiert. Das heißt,
er hätte einfach nicht funktioniert, weil er keine Munition ziehen kann. Was wir machen müssen, damit das funktioniert, ist folgendes. Sekunde, ich mache hier gerade mal kurz die Blöcke nochmal weg. Dann hole ich mal Herstellungskomponenten, die brauchen wir nämlich. Ja, und Interior Plates, die habe ich gerade auch nicht. Hier eine Treppe? Warum ist hier eine Treppe? Sven da tatsächlich das gar nicht so schlecht gemacht hat. Er hat nämlich die beiden Container miteinander verbunden. Deswegen haben wir jetzt ein komplettes Netzwerk. Genau, und... Okay. Ich hätte wahrscheinlich einfach die Verbindung oben rum gemacht, aber das ist auch nicht schlimm, weil wahrscheinlich müssen wir eh mit zwei Junks so. Nee, oben rum geht ja nicht gerade. Wieso nicht? Ja, weil da die Sachen draufstehen. Moment. Nein, alles gut, lass das jetzt so. So. Okay. So. Gut, egal. Also Ben. So. Ja, können wir auch. Guck mal, hier oben ist ein Loch. Ja, ich bin noch dran. Ich wollte fragen, du machst das noch gerade, ne, mit so einem Brett oder sowas. Genau. So. Dafür brauche ich. Der Platz muss frei sein, du stehst da gerade. Ja, ich weiß, muss jeder, aber. So. Gut. So. Und, rechte Maustaste und. So. Bitteschön. So, also Ben, komm mal ganz kurz runter. Ja, bin da. Hast du so einen Container dahin gemacht? Nee, das ist kein Container, das ist eine Conveyor Junction. Die funktioniert nicht, um Cargo zu halten, sondern die funktioniert einfach nur, um diese Ports zu konnektieren. Und zwar, und was... Das Ding da oben drauf gebaut? Das ist ein Conveyor Frame, den habe ich einfach oben noch drauf gesetzt, weil wir vielleicht hier noch irgendwie was mit Panzerung machen wollen, die wir da links und rechts vorbeiführen wollen. Und jetzt kannst du deinen Turm da draufsetzen und zwar so, dass der. Was sind der überhaupt? Assault Cannon Turret war das, ne? Warte, ich will draufsetzen. Wo ist denn? Okay, Moment mal grad. War das der Assault oder der Artillery, den du gerade hattest? Oh ja, das ist so gut. Es ist so, so gut. Den Assault, zwei ja. Auto Cannon oder was? Nee, ich glaube, es war die Auto Cannon, die du hattest. Sturmgeschützturm. Okay, ich sehe jetzt hier nur gerade was. Der hat aber nur einen kleinen Anschluss. Ja, das stimmt, aber der Anschluss ist falsch. Das war jetzt mein Fehler, weil ich hab die Dinger noch nicht gebaut. Der braucht tatsächlich einen anderen Anschluss, und zwar braucht er den kleinen. Ist aber kein Problem, weil wir können dasselbe Spiel auch ganz genau andersrum drehen. Nämlich, wir sagen einfach... Das hat man auch schnell verinnerlicht, sowas. Auch als Nicht-Sandbox, Nicht-Space-Engineer-Spieler. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist tatsächlich ein bisschen fricklich mit diesem Fuck. So, und jetzt kannst du... Wenn du ihn jetzt so setzt, dass er auf der Mitte auf diesem kleinen Block sitzt, dann ist er richtig. Niedlich, wie ein Loot-Bug. Also ich würde den... Perfekt. Wasserstoffmotor, wie viele Blöcke hat der denn? Ja, das machen wir doch. Warte, passen hier noch die... Mist. Metallgitter könnte ein Problem werden. Ich gehe rüber. Lauf hin. So. Drücke rechte Maustaste. Und... Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch Gitter haben. Ich glaube, die waren leer. Ja. Brücke. Haben wir denn noch Kobalt? Kobalt hätten wir noch. Bei Eisen ist nicht mehr viel da, aber das... Wir könnten natürlich einfach zur Not nochmal hinten an die andere Mine fahren und irgendwie die restlichen... Genau, niedlich. Wie ein Lootbug. Die restlichen Dings platt machen, die, weißt du, von diesen beiden Fahrzeugen, die da irgendwie im Eis gesteckt haben. Ja. Wo kriegt man den Nickelbarren her? Die kriegen wir nur, indem wir irgendwas, was Nickelbarren zur Herstellung braucht, zerlegen. Also über das Disassembling. Was braucht der Nickelbarren? Autsch. Ja, keine Ahnung. Nickelbarren kommen aus Motoren. Ja, so rum.
Ich will eine Sache bauen, ich krieg's nicht hin, das nervt mich. Also das. Ich bin so lost in dem Spiel. Ach so. Gut, es ist bei dem Szenario halt auch ein bisschen gemein, weil du jetzt nicht einfach irgendwie losfahren kannst und einfach irgendwie einfach Ressourcen grindest und fertig. Das ist. Was heißt, wenn Bord? Ich würde gerne irgendwas bauen, ich würde gerne irgendwas machen, ich würde gerne irgendwas schöner machen, ich würde gerne irgendwas fertig machen. Okay, irgendwas tun. Irgendwas. Ja, verstehe ich. Okay, mein Vorschlag wäre, lass uns nochmal rüber zu der Eismine fahren. Dann zerlegen wir die Metallplatten von dem anderen Scheißdreck, dann kriegen wir nämlich die Metal Grids, die wir brauchen. Ey, manchmal fliege ich 100 Meter und nichts passiert und manchmal fliege ich, mit Vollgas gegen das Ding. Ja, mit Vollgas gegen irgendwas fliegen ist generell schwierig. F. So. Dann nehmen wir hier die 8 und da brauchen wir aber vorher das hier. Ich fliege aber auch ständig auf die Fresse, wenn es dich irgendwie beruhigt. So. Gehen wir mal eine Trägheitsdämpfer an. Trägheitsdämpfer kannst du mit Z an- und ausschalten. Das erklärt's. Ja, Eis braucht man wahrscheinlich auch nochmal eine Ladung, da hast du recht. Ja, ohne Moos nichts los. Hopp rein, go. Ich mache hier mal kurz ein GPS Big Rover Parking, damit ich das irgendwie beim nächsten Mal sehe. Wollen wir vielleicht erst noch das Eis ausladen, was hier noch drin ist, weil der fährt sich gerade irgendwie ziemlich scheiße und bist auch noch... Ja, dann düse ich mal zu dem anderen Signal, was ich da sehe. Okay, schnapp's dir. Das ist nur 300 entfernt. So. Eis, um 22 Uhr, natürlich darf man das. Was denn das für eine Frage? Genau, also ich meine, oh, diese Fragen. Ich habe das ausführlich getestet, Chris. Wer ist gerade gegen mich geballert? Du bist gegen mich geballert, weil ich habe nicht mal gesehen, was mich gekillt hat. Was liegst du da so faul rum? So, und wo ist denn jetzt bitte mein Rucksack? Mein Rucksack ist nicht da. Da. Okay. Oh. Was sowas angeht, was soll ich ja sagen? Newton ist halt auch manchmal so ein, ne? Mhm. Kann ich nochmal eine Karte machen, was? Markus? Karte? Was? GPS? Entweder drückst du auf K, gehst auf GPS und New from Current Position. Ja, neue aktuelle Position. Okay, gut, danke. Reicht schon. Oder es gäbe auch noch ein Command, das man einfach im Chat eingeben kann. Das ist / GPS, Leerstelle Name. Aus irgendeinem Grund waren meine Trägheitsdämpfer auf einmal aus. Ja, das hat Ben gerade auch gehabt. Irgendwie nach dem Sterben sind die manchmal irgendwie dann aus, warum auch immer. Mhm. Hier ist die Mine. Ist da der Rover? Noch nicht, ich fahre gleich rüber. Ich habe ihn gerade noch leer gemacht. Ich muss ihn nämlich voll machen. Ich muss zur Mine. Ich bin unterwegs. Und irgendwas stimmt mit der Radstellung hier bei dem Ding noch nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die. Ich muss den irgendwie noch ein bisschen größeren Steuerwinkel geben, weil die ein bisschen weiter auseinander sind. Warte, Newton würde sagen, der Apfel und so. Von Newton habe ich ja auch keine hohe Meinung mehr seit Day of the Tentacle. Schnell der Markus einfach an mir vorbeifährt. 100 km/h. Ich hab euch ja wieder Träger. Bleib mal stehen. Träger.
Träge. Haben wir jetzt keine Träger mehr, oder was? Wird eine träge Geschichte. Doch. Doch. So. So, dann guck ich mal, wo war denn noch diese ganzen Fahrzeugwracks? Da ist eins. Und die nächsten 3 Stunden, wir zerlegen schwere Panzerung. Das ist überhaupt kein Problem, bei mir ist nämlich gerade ein Tine Wittler Stream angebrochen. Dekorieren oder abnehmen? So eine Frage stellt man nicht. Also ich weiß nicht, Tine Wittler und abnehmen. Die hat das beides gemacht, glaube ich, oder? Hat die dann irgendwann nochmal abgenommen? Also ich meine, zumindest zu den Zeiten, wo sie noch im Fernsehen war, war die ja eher so geräumig, würde ich sagen. Genau, ich bin jetzt ein Trägerträger. Ich trage Träger herum. So, und jetzt finde ich doch schon wieder die Dinge, die man außerhalb des Kontexts auch nicht sagen darf. Darf man das eigentlich sagen? Darf man eine Person als geräumig bezeichnen? Ich frage einen Freund. So, langt das noch? Ich glaube, das langt nicht. Ich glaube, das langt nicht. Oh doch, es könnte reichen. Es reicht. Okay, sehr schön. Ja, aber dann haben wir nicht mehr genügend. So, der müsste aber auch tatsächlich... Hat jemand den Wasserstoffgenerator wieder angeworfen? Ach, der geht automatisch an, wenn der Sven ihn anwirft. Du hast den Motor angelassen. Ja, aber nur kurz. Na dann. Ja, die Batterien sind nur minimal voller. Und haben wir noch Eis? Ah, lass mal gucken. Ich glaube ja, ein bisschen haben wir noch. Ja, 4,24K haben wir im U2-Generator. Das ist nicht unendlich viel. Nö. Aber wir haben auch noch 8K in der Kiste. Na, okay. Also es geht noch. So. Aber Glas geht uns langsam aus. Kriegt mal Glas mit dem. Ja, hier unten gibt's kein Glas. Ich weiß aber, wo es welches gibt. Und zwar da, wo wir... Was? Hast du noch Glas gefunden? Ja. Was? Ansonsten gäbe es bei genau dem Ding, wo wir hin müssen, nämlich dieser Flight Research Station, gibt es ein paar Gebäude, die sehr viel Glas haben. Okay, Glas. Glas ist ein Ding. Außerdem steht das Teil hier schief. Wie sieht's denn aus, Jungs? Wollen wir noch so bis wegen der technischen Schwierigkeiten noch ein bisschen was hinten ranhängen? Nachdem ich jetzt die Katzen schon gefüttert habe, können wir das von meiner Seite aus gerne machen. Ben? Mir ist das egal. Ich würde eigentlich meine Tutorial gern fertig haben. Ich habe gerade... Ich weiß gar nicht, wo der Margot ist. Der ist an mir vorbeigelaufen wieder. Ich habe gerade die ganzen Panzerplatten, die ich zerlegt habe, mal kurz in den Containern abgeliefert. Habe die Metal Grids direkt in deinen Turm reingeschweißt, damit du den auch bald fertig kriegst. Und jetzt würde ich noch ein bisschen Eis aus der Felswand krapelen. Wie kann ich das denn, die Handbaumaschine, benutzen? Bedienfeld, nein. Die Handbaumaschine, genau, genauso wie die anderen Sachen. Du ziehst die erstens in die Hotbar rein. Ich drück G und dann über Character Tools. Werkzeuge und dann Handbaumaschine. Dafür brauchen wir wahrscheinlich hier gleich Geld. Internetpanzerung. Ja. Ist das Eis, was ich abbaue? Wo bist du denn gerade? Da unten in der Höhle, wo alle blaues Volk, ja. Ja, wenn es blau ist, ist es Eis. Oder Kobalt oder Magnesium, aber ich glaube, beides davon gibt es da nicht. Und selbst wenn,
würde es uns nicht viel helfen, weil wir keine Raffinerie bauen können, dürfen, whatever. Welche Taste muss ich gedrückt haben? F oder? Linke Maustaste und die F-Taste am besten gedrückt halten, dann nimmst du es gleich auf. Ansonsten, wenn du es nicht machst, sammeln sich halt die ganzen Klumpen irgendwo auf dem Boden, dann kannst du hinterher hecheln. Man will mehrgewichtig sagen. Danke, Chris, für diese Info, das finde ich spannend. Wobei, ich meine, also, ich kann mir jetzt nicht helfen. Ich finde, das Wort mehrgewichtig ist halt jetzt auch irgendwie, macht's halt nicht besser, ja? Also, ich meine, im Grunde genommen ist es halt, kannst du auch sagen, ja, die ist dick oder die ist fett, ja? Also, Haben wir keine Herstellungskomponenten mehr? Kann das sein? Ich meine, genauso gut könnt ihr vielleicht sagen, die hat eine erhöhte Wasserverdrängung, aber... Denn hier? Doch, Herstellungskomponenten. Warum zieht er sich die denn nicht? Ja? Ich habe noch 22 Energie, ich bin ein bisschen panisch. 20. Wie komme ich hier raus? Einfach nach oben fliegen, wo die Lampen, die orangen Lampen in der Decke sind. Help me, ich bin bei dir. Sekunde, ich komme runter. Nehmen von 66 Energiezellen nicht möglich. Was habe ich denn hier gerade? So, ich bin jetzt auf der Ebene. Ja. Da, ich habe es doch nicht gesehen. Wie konnte ich nochmal meine Bau-Dings... Was? Ja, I know. Wie konnte ich nochmal meine Bauschlange irgendwie leeren? G und dann unten rechts bei Bildplaner mit Rechtsklick einfach die Dinger, die drin sind, auslöschen. Gut. Ich stecke schon den Reifen fest und... So. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Super, ob sie damit umgehen kann. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, haben Sie ein Problem damit, wenn ich Sie Nilpferd nenne? Komm, Abfahrt! Ja, der ist gerade ein bisschen träge. Ja, ist geräumig. Wie sagt man prinzipiell zu korpulenten Menschen korpulent, oder? Ich meine, das hat auch... Wo habe ich das neulich gehört? Dass Fett halt kein Attribut von schön oder schlecht ist, sondern nur einfach ein beschreibendes Wort. Ja. War ein ganz spannender Diskurs in Kombination mit, dass man unterschiedliche Präferenzen haben kann und das alles, dass man das trotzdem schön finden kann, aber dass es erstmal so ein freies Beschreibung ist. Kriegt nicht mehr ganz hin. Populenz ist auf jeden Fall gangbar. Super, vor allem das Schöne ist halt eben, wenn das dann irgendwie auf YouTube mal online kommt und sich irgendwie Leute diese Diskussion anhören dürfen. Großartig. Freue ich mich jetzt schon drüber. Das gibt wahrscheinlich richtig Spaß in der Kommentarsektion. Juhu. I don't know if I will this. Gab's nicht mittlerweile irgendwie halbbreite Stege? Ja, halbbreite Stege. Ja. Jein, genauso wie es halbbreite Dings gibt. Also diese Catwalks gibt's nicht in halbbreit. Was es aber gibt, gibt Armored Walls und die kannst du halt eben auch einfach irgendwo seitlich anbauen. Damit kriegst du denselben Effekt wie einen halbbreiten Steg. Und jetzt ein halbbreites Steak. Nee, damit kriegt man eben nicht denselben Effekt. Egal. Dann muss es so gehen. Ich weiß noch nicht so 100%, was du vorhast, aber ja. Ja, richtig, adipös ist wirklich ein Krankheitsbild. Da hat der Chat recht. Naja, jein. So, ne? Also adipös beschreibt das Krankheitsbild der Übergewichtigkeit. Von daher ist das sprachlich gleichzeitig. Egal, ich lasse das erstmal. Da kann man nicht gut, das ist nicht. Die Diskussion kann man einfach nicht gewinnen. Ja, das sowieso nicht. Das ist ja kein Kurs, so, ne? Das ist ja. 6 große Stahlrohre. Und. Was noch?
Ja, genau, es ist keine Diskussion, es ist ein Austausch, passt. Was war das? Hm? Das klang nicht gesund. Ich hab nur was weggesägt. Länder kann nicht passiert werden. Ach, weil das... Ja, okay. Verstehe. Suchen wir erstmal den richtigen Block. Keine Interior Plates. Jetzt müsste das hier. Alter, ich brauche 6 große Stahlrohre. Wird es denn irgendwie gehen? Ich baue dir 35 sind im Assembler drin. Wenn ich I drücke, das geht. Im Assembler. Aber das geht nicht. Dann sehe ich die nicht. Ja, weil du kriegst ja erstmal das Gesamtinventar. Was du machen kannst, du hast ja oben diese Search-Leiste. Wenn du da jetzt einfach mal eingibst, Rohr, also in meinem Fall müsste ich... Wo denn? Moment mal, ja blöd, wie zeige ich dir das jetzt? Wenn du das Inventar öffnest, hast du auf der linken Seite deins und auf der rechten Seite... Ja, die Geschichte war das, dankeschön. Siehst du ja im Grunde genommen alle Blöcke, die irgendwas haben können. Ja, aber der geht hier tatsächlich nicht hin. Da ist der an der Block und da gebe ich Rohr ein. Okay. Oder Tube oder was auch immer es halt eben ist. Was, eine Säule? Da ist doch alles. Ach, dafür brauche ich ja wieder leichte Panzer. Sven, ich glaube, du hast gerade Deko-Tipps bekommen. Ja, ich kriege gerade Deko-Tipps. Aber nicht von Tine. Hier, Sven, wo geht man denn mittlerweile raus? Was ist denn der Ausgang? Ja, hier hinten. Hier, ganz normal, hier hinten. Ich will aber über die Seite raus. Das ist ja Nonsens. So, was brauche ich jetzt noch? Motor. 6 Motoren und 20 Computer. Ah, das Ding fällt dann einfach. Ah, ja. Das war das mit dem... Ach, das war das, wo man dieses eine Lichtteil brauchte. Ich erinnere mich. Okay. Muss ich hier gerade mal kurz mit einem Bezahlblock aushelfen? Nein. Ich habe ihn ja schon. Ach so. Was war's? 6 Motoren und 20. Was habe ich gesagt? Steeltubes. Steeltubes waren's, glaube ich. Aber das war doch dieses Teil hier. Okay. Wir haben eine neue Aufgabe, Leute. Ja, es gibt mehrere Aufgaben jetzt. Wir haben einmal die Flight Research Station, wir haben die Secret Weapon. Hatte ich denn gerade im Bauplan, was ich für die Teile brauche? 9. Was ist daran gerade gelegen? Interne Panzerung, das war's. Interne Panzerung. So. Das heißt nochmal den hier. Dann. Verdammt. Dann das hier. Und dann das hier. So, Markus. Ja? Jetzt ist das hier fest. Jetzt würde ich keinen Panzerung dran machen. Ja, dann kaufst du dir einfach ganz viele Stahlplatten und haust ihn voll. Ich hab doch reingeguckt. Ich würde dir aber einen Tipp geben, mach nicht zu viel schwere Panzerung, weil die wird sehr schwer und macht das Ding dann irgendwann auch wieder die beschissen. Die mach ich unten drunter, drumrum oder an das drumrum, Ding dran? Oder? Drumrum, also praktisch hier um diesen, also den Block muss man erstmal fertig machen, sonst funktioniert er nicht, aber der braucht auch noch einen Motor. Ja, der braucht noch einen Motor. Da ist Herrschungskomponenten. Ach so, haben wir da noch irgendwas? Hier sind noch 9 Stück drin, okay. Schön. Wir haben keine Herrschungskomponenten mehr. So, gehen den anderen. Ja, gehen den anderen was? Nee, never mind, ich hab's ja alle dabei. Mhm. Ich kann aber welche mitbringen, Sven. Ich hab's ab 700 Stück einstecken. Oh, das ist gut. Okay, das ist eine Menge. Ich hab hier aber auch noch ein paar für dich, ich schmeiß in die Kiste. Okay. Das sah gerade interessant aus. So. Also mache ich jetzt einfach schwere Panzerung da dran. So. Du kannst du machen. Wie gesagt, brauchst halt auch Metal Grids für. Aber wenn du es mit der schweren Panzerung übertreibst, wird das ganze Ding halt irgendwann nicht mehr fahrbar. Weil die halt einfach zu schwer wird. Und jetzt fehlen schon wieder Herstellungskomponenten. Das ist doch...
So. Würde der Kerl mal in den Chat gucken, wenn es schon Tipps gibt? Ja. So. Schwupp, schwupp. Jetzt kommt hier noch eine nette Sitzecke rein. So Och ja, komm. Unter den Motor. Willst du nicht vielleicht ein Sofa bauen? Ja, genau, ein Sofa. Und vielleicht noch einen Blumentopf? Ja. Endlich mal jemand, der mich versteht. So. Wir hatten übrigens gerade einen neuen Auftrag gekriegt, Jungs. Und wieso ist hier einfach eine Wand? Ach so, weil wir ja erst Glas brauchen. Wie drehe ich nochmal den Gegenstand? Mit Einfügen, Position 1, Bild auf, Bild ab, Ende ein, und entfernen. Nur wenn die so ein Plus haben, ne? Dann kann ich die drehen, oder? Nee. Das Plus ist nicht drehen. Das Plus heißt, dass du da mit dem Mausrad durchscrollen kannst, um andere Blockformen zu bekommen. Das Drehen machst du mit den 6 Tasten über den Pfeiltasten auf der Tastatur. Ah ja. Okay. Ich glaube, wir sollten die Zugänge zu den Cargo-Containern nicht vollbauen, sonst schreien wir uns nachher sehr böse an. Erst will er einen Blumentopf, okay. Dann will er keinen Blumentopf. Kann man auch keinen Blumentopf gewinnen, hahaha. Ja. So, aber weißt du, was wir jetzt tatsächlich mal machen? Einfach, um so ein bisschen mit allem zu helfen. Kein Metall haben. Was für Satz ist Passagiere? Okay. Warum? Muss noch eins höher. Schön. Okay, der ist echt winzig. That's what she said. Not bad. So. Ja, wir sollten tatsächlich erstmal ein Dach machen, bevor wir irgendwelche Bäumchen pflanzen. Da hast du vollkommen recht. Macht das eigentlich gerade Sinn, was ich tue? Ich meine, mir fällt gerade sowas auf und das betrifft auch durchaus Ben. Ja. Alter, ihr nervt mich wieder mit eurem Gebaue hier drinne. Was? Wird immer enger, man kann nicht mehr schnell rein und raus und irgendwie. So, 700 Dinger. Ja, du fliegst hier halt einfach nicht mehr einfach durch die Gegend. Ja, das hat. Oh. Genau. Ja, Ben, wie gesagt, Problem, das uns beide betrifft. Eine Sightseeing-Tour für Ben. Also auch wenn wir jetzt Kanonen bauen, was prinzipiell eine sehr geile Sache ist, und ich finde es gut, dass wir es tun, aber wir haben keine Munition. Ja, das macht nichts. Aber hatten wir nicht Doch, wir hatten Explosives, die können wir zerlegen. Was kommt denn da oben gerade? Oh. Daka. Okay. Die sehen an diesem Riesenteil halt echt winzig aus, nur so im Vergleich zu den Rädern. Ja, das ist okay, das werden ja auch nicht die einzigen bleiben. Okay. So. Ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir noch zu dieser neuen Aufgabe gehen? Seit einer Stunde baue ich in meiner Raketendings rum, nur weil ich darauf warte, mit dem Rover hinter euch herzufahren. Das ist okay. Quo. Gut, dann würde ich sagen, hier können wir eh nicht mehr viel tun. Gott, das sieht so scheiße aus, weil das Ding halt eben noch nicht mal ansatzweise irgendwie sowas wie irgendwas hat. Aber gut, sei es wie es will, müssen wir jetzt mit leben. Also lieber Chat, normal baue ich auch so und das treibt Markus ein bisschen zur Verzweiflung. Was? Ich bin einfach nicht gut darin, in Space Engineers hübsch zu bauen. Hast du einen Geschwindigkeitslimiter eingebaut? Nein, habe ich nicht. Wir haben außerdem auch noch keine Geschwindigkeitslimit mehr als 100. Mehr als 100 fahren wir nicht. Ja, da kann. Okay. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Wir müssen zu der Flight Research Station. Okay, bei voller. Gib mal bleib kurz mal Vollgas. Bleib mal bitte kurz stehen.
Ja. Kurz stehen ist bei dem Ding so ein bisschen. Du darfst jetzt mal die Handbremse ziehen, bitte, weil ich stehe hinter dir. Ihr habt das Ding hinten nicht weggeflext. Ihr habt hinten. Ja, das muss das Boot noch dran. Das muss das Boot abkönnen, der bleibt da jetzt erstmal. Nee, der bricht. Ich sehe schon, dass der aufsetzt, wenn ihr einen Berg hochfahrt. Na gut, dann machen weg. Danke. Ja, war weiter. Der ist. Und wenn das Wort, das du gesucht hast, war Schnörpel. Schnörpel. Okay, also bei Vollgas haben wir für 40 Minuten Energie. Das sollte reichen. Ja, für einen Moment. Oh, ich also habe mir hier extra so einen Passagiersitz hingemacht mit ordentlich Ausblick. Ja. Für den Ben gibt's auch noch einen. Nee, ich will da überhaupt nicht mitfahren. Wenn ihr nicht mitfahrt, bin ich im Gewehr oder sowas, bitte. Da ja, fällt mir über. Das geht, glaube ich, nicht. Aber, da fällt mir ein, Markus. Doch, das geht, Sven. Ja. Okay. Haben wir hier dran auch Gyroskope? Nein, haben wir nicht, weil wir noch kein Zeug für Gyroskope haben. Ich möchte nur mal erwähnen, ich habe im Stream gesehen, dass wir weiter nach vorne fahren und Markus einfach wegspringt. Ja, was soll denn passieren? Das Ding ist flach wie eine Flunder. Es kann nicht umfallen, per Definition nicht. Weil guck dir mal den Radstand an und guck dir mal, wo das Center of Gravity ist, beziehungsweise Center of Mass. So, zweitens, die Berge hier sind alle relativ unüberraschend. Ja, die haben eine sehr weiche Steigung. Also das Schlimmste, was passiert, ist, wir rollen vor und rollen wieder zurück. That's it. Und ja, beschwer dich bei der Regierung, weil die Dinge gesucht hat. So. Wie sieht's denn aus? Oh. Geh doch mal ab, genau. Renn doch mal ein bisschen auf dem Ding rum, Sven. Das ist doch viel spannender. Bin doch schon dabei. Lauf mal nach hinten, wink mal. Fall mal ein bisschen raus. Crash Max Bayer heißt er. Warte. Man hat doch hier irgendwo noch. Wo sind denn jetzt hier die Emotes? Die also gab's doch hier irgendwo. Ich sehe keiner, Sven, ne? Alles. Ja, hier. Ich bin doch hier. Kannst du mich sehen? Ja. Da. Crash Fault hier. Crash Fault hier. Ja, guckt mal, wie er hinter uns herflitzt. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr das irgendwie schon ziemlich cool findet. Wie er da so mit seinem Sandbuggy durch die Gegend so. Das ist nice. Ja. Ich pass vor allem vor den überraschenden Steinen auf, die sind ziemlich schnell unterwegs. Mhm. Warte, ich mach ihm da mal schnell so einen Unterwegsstein mal hier schnell auf die Strecke. Also prinzipiell ja, ich bin auch der Meinung, da sollten noch irgendwie 2-3 Gyroskope in das Ding rein. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, dass uns so langsam der Platz ausgeht, wo wir die hinstellen können. Wahrscheinlich müssen wir unten nochmal irgendwie ein bisschen verbreitern. Also nicht den Radstand, sondern irgendwie den also Bauch sozusagen. Ich will eigentlich nur meinen kleinen Buggy, den könnte noch 5 km/h schneller sein. Das fände ich ganz geil. Nein, du kriegst den nicht in schneller. Also du kannst ihn dir prinzipiell schneller machen. Captain, wie ist da vorne das Wetter? Los, wie ist das Wetter da vorne? Das sieht ja nichts schon mal gut. Trocken und sandig, genau, stimmt. Also streng genommen, wenn ich jetzt in die Ego-Perspektive gehe, ist das Wetter sehr Stahl. Mhm. Was denn das für ein Fenster? Aber guckt euch das mal an, Leute. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus für den Anfang. Es stimmt tatsächlich, es ist kein Ziegelstein. Also im Moment ist es eigentlich eher eine Flunder mit aber 4... Wir fahren zur Flight Research Station. Und wir sollten gucken, dass wir auf jeden Fall nicht zu nah ranfahren, so einen Kilometer davor vielleicht anhalten. Ist das die blaue vor uns raus? Ja, die blaue gerade, wirklich Kerzen geradeaus. Gut, danke. Wobei wir vielleicht ein bisschen über links kommen sollten, damit wir nicht irgendwie gleichzeitig noch irgendwie in die Reichweite von dieser Airbase geraten. Also und abgesehen davon, da vorne ist Loch. Im Vergleich zu den Reifen haben wir tatsächlich noch eine Menge Platz, was wir so rechts und links noch überbauen können. So. Ja. Markus? Ja? Ich sehe ihn gerade zu deiner Linken. Oh, Captain! Wir haben einen Clip gekriegt. Dankeschön, Chris. Captain Loch. Danke. Keine Sorge, ich habe den Krater auch schon gesehen und gebe mir größte Mühe, ihn möglichst nicht mittig zu erwischen.
Ja, ich kann leider gerade noch nicht, obwohl, warte mal. Ja. Warum sehe ich mich nicht auf dem Bild? So, besser? Oh oh, wir sind ziemlich an dem Missile Shipment. Ben, versuch ein bisschen nach links abzudrehen. Und warum sehe ich Ben nicht auf? Weil Ben rechts von Markus ist. Ja. Rechts von euch. Ah, da, ich sehe ihn. Guck mal, die kleine Wüstenratte. Weil, wenn wir zu nah an die Dinger rankommen, kann es passieren, dass sie Drohnen schicken und, ja. Das will keiner von uns. Das will einfach keiner von uns. Wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, unser erstes Problem ist, wir haben keine Teile. Unser zweites Problem ist, wir haben keine Munition. Unser drittes Problem ist, wir haben keinen Strom. In exakt der Reihenfolge. Mhm. Naja, Strom geht doch. Kommt noch 5 Tage. Ja, vielleicht finden wir ja auch irgendwo mal sowas wie ein, Haben wir noch Uran? Also so, es ist auch noch Uran im Koffer. Ja, aber nur sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. 3000 oder sowas waren es knapp. Was? Ja. Was? Wo haben wir 3000 Uran gefunden? Ich glaube, die haben wir dabei. Also haben auf jeden Fall sehr wenig, weiß ich nicht, halte ich für ein Gerücht. So, wollen wir mal hier zu der MAE gehen oder, Da waren wir ja schon, aber wir können da gern dran vorbeifahren und nochmal gucken, ob wir da irgendwas mitnehmen wollen. Ja, weil das würde ich dann mal halten wollen. Ach stimmt, Muni für Gewehre ist noch im Container, das stimmt. Ja, allerdings. Wir könnten theoretisch 2-3 Interior Turrets noch irgendwie aufbauen, aber die sind halt auch nicht wirklich gegen irgendwas gut. Also, die funktionieren super gegen Charaktere, von denen wir hier im Szenario so genau gar keine haben. Vielleicht noch gegen Small Bridge Fahrzeuge. Gut, die wollen wir eh raiden. Ben? Besuchen. Sehe ich da hinten links ein Gebäude oder ist das ein Stein? Das ist ein Gebäude hier links neben uns. Da, wo der Ben davor steht. Ich meine nicht das, wo Ben davor steht, sondern ein bisschen weiter nach hinten links. Der geht da looten. Alter, das sieht halt so krass aus, diese Base-Größe Schiff, mit dem wir hier durch die Gegend fahren. Und der winzige kleine... Ja. Ben, der da durch die Gegend rollt. Oder ist es da vorne, Mikis? Gucken wir uns das mal an. Oh, warte mal. Ja. Nee, das ist nicht Mikis. Wenn es Mikis wäre, müsste man schon längst das Antennensignal haben. Nee, das sieht gut aus. Das sieht aus, als könnten wir da was absensen. Abgreifen. Gratisteile zum Mitnehmen. Wir recyceln nur. Gratisteilchen zum Mitnehmen. Mhm. Lecker Schmecker. Ich will mal eure Himmelsrichtung sagen. Wir sind von dir in die Richtung, in die ich gucke, andersrum. Du musst nach rechts. Du musst Moment, nach rechts. Ich mach den GPS. Wenn du ein bisschen... Ja, du kommst näher zu uns. Du musst aber weiter nach rechts. Ja. Das ist nicht... Wo das ist, entschuldige, links. Völlig falsche Richtung. Da, ja, okay. Entschuldigung, ich die ganze Zeit, musst rechts, rechts. Nein, ist das andere rechts. So. Ich glaube, ich sehe ihn. Ja, er kommt da schon auf uns zu. Und wenn ich nicht ganz schnell in diese Struktur reingehe, wird er mich böse überfahren. Ach toll, wir können hier den ganzen Schrott mitnehmen. So. Ja, den könnten wir theoretisch wieder bei dem Scrap-Dealer abgeben und kriegen dafür ja, wieder eine Ladung an Komponenten, also. Ich hätte ja prinzipiell schon gerne Munition in meinem Gewehr. Ja, fände ich irgendwie auch. In der Kiste ist noch. In der Kiste ist noch. Ich glaube, Ben meint eher was anderes. Ben meint seine Autocannon, die er gebaut hat. Oder doch, Autocannon war's. Ben, guck, das Ding, was ich oben drauf habe auf meinem Auto. Ah. Okay, da kann man drin sitzen? Nee, aber das kann man steuern. Ja, kannst du. Dann hat man garantiert die Perspektive von dem Ding. Ja. Du kannst dir auf die Hotbar legen mit dem Control Command und dann drückst du einfach drauf und. Was hatte gerade. Achso, da kam was von unten. Oben. Okay. Anderes oben. Genau, das andere oben. Cool. Alter, wie weit habt ihr bitte weit? Was hast du denn gemacht?
Die Förderleitung ist mir auf den Kopf gefallen. Das finde ich ein bisschen lustig. So, ja, Custom Tower könnten wir mittlerweile auch bauen, das stimmt. Ich muss aber offen zugeben, habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. Müsste man sich mal ein bisschen mit rumfuchsen, aber ja. Das darf nur nicht sein. Also ich sag mal so, ich kenne halt eben noch die alte Version von Custom Towern. Also irgendwie Rotor, dann oben eben irgendwie einen zweiten Rotor oder eine Hinge drauf und dann mit einem Remote Control Block und dann, ja. Okay, nee, wir haben eine 3, sehr große Menge Kilo an Gatlings. Hier haben wir 0,4, wir haben 4 Kilo, 4 Kilo Uran. Nicht 3,2000, sondern 3,2 Kilo. Das ist so gut wie nix. Das ist, wenn wir das in einen Large Grid Small Reactor packen, dann ist das halt einmal Hust und weg war's. Wo lade ich denn meine Dings auf, meine Gasflaschen? Die lädst du am besten auf, indem du sie in der Basis entweder in den H2O2-Generator reinschiebst, also übers Inventar, oder dann musst du aber in den jeweiligen Tank, entweder den Oxygen- oder den Hydrogen-Tank, die Flasche stecken, dann werden sie auch aufgefüllt. Wo ist denn das? Frachtcontainer, Wasserstofftank. Ah. Falsche, den hier wollte ich loswerden. Ja, genau. Und stiller Zuschauer, vollkommen richtig. Und was halt jetzt irgendwie neu ist, sind diese neuen Control-Blöcke dafür, die, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen diese alte Geschichte mit dem Remote-Control-Block irgendwie halt eben ja, der Vergangenheit angehören lassen. Und dann kannst du dem Ding irgendwie sagen, welche Rotoren und welche Hinges damit jetzt irgendwie verbunden sein sollen und dann ja hast du schon automatisch die Steuerung irgendwie darüber. Also wie crafte ich denn Gewehrmunition für meine Turret? Für dein Turret muss man mal kurz gucken. Production Consumables ist das dann. Das ist ein kleiner Tab da oben. Du müsstest dann wahrscheinlich ein Autocannon Magazin bauen, oder? Ist es die Autocannon, was du da unten hast? Ich guck noch mal. So, ich bin gleich wieder da. Gib mir mal eine Sekunde. Nein, du hast die Assault Cannon. Okay. Hier, eine NATO-Munitionskiste. Ja, pass auf, NATO-Munitionskisten müssten eigentlich die Gatlings sein. So, dann gibt's ein Small Railgun-Sabot, das brauchen wir sicherlich nicht. Assault Cannon Shell klingt gut. Und wir haben sogar tatsächlich, weil ich die Explosives zerlegt habe, wenn wir auf Assembling klicken, können wir vielleicht ein paar davon bauen. Geschützt. Zwei Stück. Ein paar, exakt zwei, okay. Also wir können noch mehr bauen, wir haben noch ein bisschen Magnesium, aber vorher muss ich irgendwie noch was zerlegen, damit wir das Metall kriegen. Du kannst dir auf jeden Fall schon mal zwei Kugeln rausholen. Was, wir haben noch Explosives? Die lege ich jetzt in mein Türmchen? Die legst du in den Cargo-Container oder in den Turm, genau. Also wenn sie im Cargo-Container sind, so wie wir den jetzt aufgebaut haben, müsste sich die ja ziehen können. Was können wir noch zerlegen, was uns irgendwie was bringt? Ein paar Motoren. Dieser Buggy ist so Buggy? Ausbaufähig. So, jetzt haben wir ein bisschen Panzerung dran und dann muss ich jetzt hier. Ich mach den Stuhl mal weg, der nervt mich am meisten hier. Ja, kannst. Ja, der dritte Stuhl ist halt im Weg, wenn du an alles dran willst. So, ja, klar, hauen weg. Kleine Warnung, du hast 3 Schuss in deinem Turret. Hinten rein? Ja. Ich habe schon, also 3 Stück sind im Turret selber drin und 2 weitere sind nochmal in der Kiste. Jetzt haben wir 5, okay. Der schießt übrigens nicht ballistisch, nur zur Info, der schießt einfach kerzengerade. Ja, ist mir egal. Aber guck mal, ich habe mich ein bisschen gepanzert, das Ding unten drinne, diese kleine Verbindungsding.
Ist das richtig gepanzert? Ja, es ist schon mal gut, dass man es gar nicht mehr sieht. Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Sache so. Und der Turm oben muss ja nicht gepanzert sein. Der Turm selbst ist ja... Ja, das wäre ein bisschen doof, weil wenn der Turm gepanzert wäre, dann könntest du ja nicht mehr schießen, weil dann schießt genau. Deine Panzerung rein. Also der bleibt freistehend. So. Die hat auch noch... Ja, okay. Hättest du auch noch innen, hättest du auch noch weiter rein, aber egal. Ja, das ist eine leichte Panzerung, das soll agil sein. Also die Idee ist, theoretisch werde ich irgendwann mal hier so Federungen dran machen, richtige. Mhm. Das ist der Plan. Also der Plan ist, ich mache einen richtigen coolen Buggy mit so einem ordentlichen Gewehr oben drauf. Entweder mache ich einen neuen oder ich mache einen... Ja, wahrscheinlich... Auf jeden Fall ich würde sagen, wahrscheinlich macht es Sinn, da irgendwie nochmal einen zu machen, der ein bisschen, der bei dem auch die Räder nicht so weit auseinander stehen. Die Hauptidee dahinter war ja, dass das Ding, warum die so stehen, war, dass wir irgendwie ein bisschen Platz für Kisten haben. Ja. Dann machst du einen mit drei Achsen. Mit gleichem Abstand. Genau, mit gleichem Abstand vor allem. Dann hast du da nämlich irgendwie auch einen schönen Wendekreis, der irgendwie keine Probleme macht. Oh, da habe ich voll Bock drauf. Das wird ein geiles Projekt. Yep. Wir haben und im Übrigen kein Eis mehr. Nur mal kurz so. No? Hat wieder irgendjemand den Motor angelassen? Nö, der Motor ist aus. Aber die Container, also beziehungsweise die Dings laden sich halt auf. Ja, okay, gut. Ist dann... Das heißt, wir haben erstmal schon eine gewisse Menge an Wasserstoff und Sauerstoff zur Verfügung, also erstmal alles gut. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich nochmal eine Tour machen müssen, um das wieder nachzuholen. Vielleicht finden wir auch irgendwelche in Kisten oder so. Wenn ich Eis reinmache, wo mache ich denn hin? Einfach in den Container schicken. Einfach in irgendeinen Container. Gut, dann haben genau. Wir Eis. Hier oben das ist genau das, warum hier diese Treppe hingekommen ist. Nämlich 7 Tonnen haben wir es. Okay. Okay. Und ja, Scrap können wir verkaufen. Ja, sollten wir wahrscheinlich auch tun. Wollen wir weiterfahren? So, ja, ich würde sagen, wir fahren dann mal weiter. Ja. Oh. Wieder mein Buggy fest. Dieses windige Teil. Jedes Mal die gleiche Scheiße, steckst du den Reifen fest, ey. So, was ich jetzt gerade irgendwie nicht so ganz sehe, ich sehe einmal die Air Research Facility und die Flight Research Facility. Das ist dasselbe, ne? Ich würde nur versuchen, die Airbase so ein bisschen zu umschiffen erstmal. Warum schwankt der gerade die ganze Zeit im Verbrauch? Ganz einfach. Immer wenn du Gas gibst, dann verbraucht er halt mehr. 10 Stunden, ich habe irgendwas zwischen 10 Stunden und 6 Tagen, ja, keine Ahnung. Genau, wenn du kein Gas gibst, sind 6 Tage. Hinter uns kommt übrigens gerade noch eine Boje runter, aber ich glaube, auf die können wir gerade verzichten. Ja, da fällt mir mehr aus der Tasche, wenn ich im Bus hinterherlaufe. Auch ein Marco-Sprichwort, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Das ist genauso wie, hier ist dunkel wie in einem Bärenarsch. Ja, genau. Das war so gut. Sagt auch keiner. Richtig. So, Ben. Ja? Vielleicht siehst du, dass da in der Distanz an diesem Krater so ein kleines Türmchen ist. Ich möchte auch erstmal darauf hinweisen, dass 1,4 Kilometer Entfernung der Feind ist. Deswegen machen wir auch gerade ein bisschen langsam. Die Sache ist, diese Türmchen, also die haben eine Reichweite von etwa 800 Metern. Ja, das habe ich mich auch gefragt, woher er das weiß. Das heißt, wir sollten jetzt mal irgendwann demnächst stehen bleiben. Und ist perfekt. Du könntest jetzt natürlich versuchen, dich da vorsichtig ranzutasten und mit deiner Kanone drauf zu hacken. Kann ich dann meinen Turm ausrichten? Das ist doch erstmal das Erste. Ganz einfach, du drückst mal G. Jetzt während du in deinem Cockpit sitzt. Ja. Dann siehst du eine Menge an Blöcken. Ja. Da müsste dein Turm mit dabei sein. Ja. Und dann ziehst du den Turm auf das... auf die Zugriffsleiste und dann fragt er dich, mit welchem Kommando das passieren soll und da sagst du Control. Und idealerweise machst du noch ein zweites mit On-Off, dann kannst du nämlich auch zur Not abschalten, weil wenn du ihn nicht kontrollierst, schießt er automatisch. Also umschalten an-aus ist Steuerung oder was? Nee, er fragt mich jetzt erstmal, welches Symbol er will.
Anvisier, neutrale Ziele, Zielwaffe, Zielantrieb, genau. Oh Gott. Ja, das ist, kann dir alles relativ egal sein. Das Interessante ist erstmal Control und das andere ist... Aber wie mache ich denn Control jetzt? Ich klicke jetzt irgendeinen Befehl das, an. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Nein, du bist, glaube ich, schon einen Schritt zu weit. Er fragt mich jetzt, soll ich Schießen-Befehl nehmen, soll ich den Steuerungsbefehl nehmen, KI-Zielradius-Befehl? Mach mal Steuerung, das müsste Control sein. Danke für die Info. Wie gesagt, ich habe das Spiel irgendwie nie auf Deutsch installiert gehabt, deswegen weiß ich... Genau. So, der hat übrigens eine Reichweite von 600 Metern. Ja, und dann kannst du mal schauen, ob du da vorne irgendwie dieses kleine Türmchen erfassen kannst. Aber theoretisch könnte doch einer von euch fahren und der andere schießen. Das ginge tatsächlich. Die Sache ist aber, so wie der Rover hier gerade ist, würde ich den nicht in die Nähe von einem Gatling-Turret stellen wollen, weil, ja. Ich habe mehrere Ziele, es sind zwei oder drei. Wie mache ich denn die Zielefassung jetzt aus? Einfach mit Rechtsklick kannst du die, glaube ich, an- und weg machen. Ja. Aber... Steuerung hilft jetzt nicht mehr. Jetzt mal Zielerfassung rückgängig machen. Rechts im Ausland. Verdammt. Ich bin tot. Das probieren wir jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme aus dem Scheißding. Escape oder F, glaube ich. Escape bin ich im Menü. Probier mal F. F ist ein Ding. Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. So wie der Rover momentan aussieht, bin ich mir nicht mehr sicher, ob er das mit Tag überhaupt noch hinbekommt oder ob er schon nach Guten zerstört ist, weil er halt einfach in der Sekunde sehr viele exponierte funktionale Blöcke hat, die vermutlich nicht allzu lang überleben. Ich kann allerdings versuchen, hier ein wenig zu helfen, indem ich die Aufmerksamkeit von dem Turm erstmal auf mich ziehe und hoffe, dass ich diesmal dabei nicht krepiere. Ja, geschafft. Problem gelöst. Ist das denn da? Ich habe einen von diesen Türmchen gerade eben zerlegt. Okay, ich laufe nämlich gerade mit dem Wheel der hinterher. Wenn ich glaube, du musst gerade nicht mehr schießen, oder? Wenn er Spaß dran hat, lass ihn doch. Ja, habe ich. Okay. Verdammt. Okay. Ja. Wie hat er mich jetzt getroffen? Würde mich jetzt mal interessieren. Noch einer drin und wenn ja, wo ist er? Das war irgendwie gerade antiklimaktisch. Oh. Autsch. Ja, Also ich lebe noch, das ist die gute Nachricht. Ich bin im geschlossenen Gebäude. Ja. Und werde erschossen. Wahrscheinlich, weil da irgendwo noch ein Interior Turret ist. Die haben die Türme nicht nur draußen stehen. Das könnte natürlich sein, okay. Hui. Schön, dass ausnahmsweise mal nicht in mich reingeflogen ist, was aber auch nicht schwer ist, nachdem mein Jetpack leer ist. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Wie zum Geier komme ich jetzt auf den Rover drauf?
Ich wollte doch nur meinen Scheiß wiederholen. Fuck. Hm? Was, fuck? Ich seh's, okay, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh den Scheiß. Was mich fickt. Okay. Sven? Ja? Kannst du mir wahlweise ein paar Stahlplatten oder eine Wasserstoffflasche runterwerfen? Fuck. Ja klar, ein paar Stahlplatten, klar. Wo bist du denn gerade? Hier hinten. Da. Weil ich habe auch keine Wasserstoffflasche mehr. Ah, bitteschön. Na auf, geht doch. Vor allem habe ich es auch gerade grandioserweise mal wieder hinbekommen, durch super Inventareinstellungen irgendwie meinen ganzen Scheiß eben nicht aufzunehmen, sondern liegen zu lassen und wegzufliegen. Sauber. Ja, Flinte und Muni einpacken wäre eine coole Idee, tatsächlich. Ja, an den komme ich nicht ran. Das ist total cool. Den nicht. Scheiße. Ja. Heute, wir sterben uns empor. Also ihr könnt mal gucken, ich weiß nicht, wo ihr immer hinlauft, aber links von der Basis. Genau, das ist so, da ist so eine kleine Säule. Und die schießt. Genau, und wenn du jetzt einfach, während ich hier rumstehe, weil die schießt jetzt auf mich, und ich mache jetzt hier irgendwie einen lustigen Tanz hin und her, das heißt, die zielt jetzt gerade auf mich. Das heißt, jetzt müsstest du eine gute Chance haben, ein Stück nach vorne zu fahren und das Ding, Weiß noch nicht mal, ob ich Munition hab. Ach so, hast du schon alles verballert? Keine Ahnung. Oben in der Halle, direkt da, wo ich rein bin. Ja? Also du meinst, dass die von oben schießt? Erwischt. Ich hab die eine erwischt. Nice. Also eigentlich mein Dings hat sie erwischt, mein Automatik. Nee, direkt. Oh, doch. Okay, ich hab keine Munition mehr. Alles gut? Ja, boah. Genau. Ich hab's auch gerade gesehen und stand dann eigentlich so, dass ich eigentlich unter der Wand ging. Aber okay. Das Spielchen kann ich noch 2-3 Mal spielen. Ich weiß, das ist langweilig, aber. Wie crafte ich noch Munition? Ich bräuchte noch. Für den Turret musst du, da gehst du dann in die Produktion, da gibt's ein Ding Consumables und da ist die mit drin. Ja. Okay. So. Numero uno. Jetzt haben wir hier schon wieder alles an Scheiß einstecken. So, und die kann ich nicht mehr aufmachen, oder wie? So. Ja, ich komme da gerade nicht ran. Ja, stimmt, ja. Mal von oben reinflexen, das ist eine gute Idee. Ich weiß ja jetzt, wo es ist. Produktion, Consumable, Artillerie, Sturmgeschütz. Ah, und jetzt sind auch gerade meine Trägheitsdämpfer einfach wieder aus. Ja. Gucken, was der Sven so macht. Lexi, oh, wo sind die Guns? Wo sind die Guns? Da unten sind die Guns, okay. Da durch, Sven, go. Jawohl. Ja, aber da ist nicht der Turret. Ich will eigentlich direkt an den Turret. Oder da, stirbt. Oder ich sterbe. Turret down. Ich down. Scheiße. Ja, im Regen. Wir haben ja noch ein paar Einser-Flex-Geräte. Ja. Oh. Ist wieder das Dings aus, ne? Ja, jetzt sind wieder die Dämpfer aus. So. Genau das meinte ich gerade. Das hatte ich mich auch eben. Jetzt
So, da hier ist tatsächlich ein Turret, der. Will jemand mit mir mitfahren? Ach, das ist der Turret, den ich bin schon in der Basis losgekriegt hat. Oh, verdammt, jedes Mal. Ich sehe so, der Turm guckt einfach, guckt so in meine Richtung, so, hallo, und dann falle ich tot um. Oh, okay, da ist also der nächste Turret, okay. Wie viele sind denn da drinne? Viele. Noch zwei aktive, wenn ich es richtig gezählt habe. Ich weiß aber nicht, ob in den Gebäuden noch was ist. So, und da falle ich doch runter. Sehr schön. Wie's? Turret down. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Idiot. Okay, das könnte tatsächlich. Das haben wir noch irgendwo einen gehabt? Sieht gut aus, oder? Hier schießt nichts mehr. Dann würde ich sagen. Ja, und meine Munition anderen geholt. Sachen sind weg. Ha, schön. Nee, leider nicht. Leider ist das Zeug weg. Schon despawned oder was? Ja. Ja. Flaschen und so, alles weg. Gut, Flaschen können wir zur Not bauen. Ja, und ich bin jetzt auch tatsächlich mit H2 alle. Das macht es jetzt irgendwie nicht einfacher. Ist denn mein Rover voll? Ich bring die Dicke rein. Zugriff verweigert. Wir müssen aber auf eine Sache aufpassen. Wenn ich mich recht erinnere, war in irgendeinem Hangar eine Drohne, die aktiv wird, wenn man da irgendwie zu nah rangeht. Stimmt, eine Rampe setzen wäre eine Idee. Und ich glaube, unten in diesem Loch war auch noch irgendwie so eine Falle drin. Ich bin irgendwie für dieses Spiel nicht, nicht einfallsreich genug. Ja, gut, das Ding ist halt einfach irgendwie, auf so Ideen musst du ja erstmal, um auf so Ideen zu kommen, musst du ja irgendwie gefühlt erstmal alle Blöcke kennen. Es gibt ja so viele mittlerweile. Gibt's einen Conveyor? Schön. Oh, schön. Leute, hier geht's dann gleich ab. Auf jeden Fall, wenn ihr Batterien seht, macht die nicht kaputt. Lasst die komplett stehen. Wir werden die klauen und dann uns bei uns einsetzen. Weil dann müssen wir wir die Teile dafür nicht bauen. Einsetzen, macht den nicht kaputt, reparier den. Welchen? Hm? Das Schiff? Stiller Zuschauer? Ja, das sollten wir wahrscheinlich reparieren. Ja, da gibt's ein Schiff, das kann man auch übernehmen. Das kann man wunderbar fertig bauen, das ganze Teil. Ja. Genau. Aber die Tür mache ich erstmal raus. So. Ich glaube, hier gab es auch noch eine Drohne, die man auch noch klauen konnte. Ich bin im Vorführraum. Und da laufen Dinge? Ja. Was hat mich gerade gekillt? Wahrscheinlich unter der Decke genau wieder derselbe. Okay, das Basis ist noch nicht safe, gut zu wissen. Nein. In den Dings sind noch Sachen. Ah, nice, du machst einen Hack, finde ich gut. Wer denn? Irgendjemand. Ben? Ja, Ben, ich dachte, du machst den Hack. Nein, ich gehe irgendwo rein, öffne irgendeine Tür. Das reicht schon, um den Hack zu machen. Das ist halt auch tatsächlich, das ist auch echt deprimierend. Ja, teilweise schon. Vor allem habe ich jetzt gerade das Problem, ich komme nicht an meinen Kram so wirklich ran, obwohl ich ihn eigentlich sehen müsste. Ich bin direkt neben der Body Location. Ja, ich konnte meinen gerade auch nicht aufnehmen. So. Was? Ja, das ist das Ding da oben. Ja gut. Haben wir noch Grinder? Ja, Markus, ich kann hier auch mal. Stopp, Markus. Mach mal, bleib mal da stehen. Lauf mal, stopp, lauf mal. Ich sehe dich, du fliegst irgendwie um mich rum. Ja, was denn? Wo bist du denn gerade?
Wenn du im Kreis fliegst, kann ich dir nicht sagen, da. Markus, ja? Ist im Kopf von rechts und dich sehe ich auch geradeaus. Hi. Och, hallo. Hier drinne. Da in oben an der Decke. In den Buggy wieder nichts einladen. Hier in der. Oh, fuck. Ah, verdammt. Da oben an der Decke und er führt mich einfach hin. Du bist echt eine Nase. Sag doch, warum sagst du denn und da du so oben? Wo da? Rennst weiter, plopp. Ja. Ach, oh, Sven, ja, dann musst du sagen, in dem Gebäude vor uns oder sowas. Es geht die ganze Zeit um den Hangar. Sven, bei mir nicht. Bei mir geht's nicht um den Hangar. Bei mir geht's, ich komme von der anderen, Ecke. Da. Bei mir geht's um keinen Hangar. Alter, ernsthaft. Gehen uns langsam die Grinder aus? Das wir haben keine Grinder mehr. Ich habe gerade noch einen gebaut, aber. Dafür ja, haben wir Schweißgeräte ohne Ende. Yay. Wir haben keine Materialien mehr für Grinder. Ja, dann zerlegen wir halt ein paar Schweißgeräte. Da muss doch genügend drin sein. Ja, vielleicht nach Möglichkeit nicht hier einen Stern. Ah, nach Möglichkeit. Wir haben sonst nichts mehr. Okay. Das war der Buggy. Wie, das was, war der Buggy? Weil ich nach hinten gerollt bin, nur ein Stück. Und er ja. Das Ding komplett zersägt hat. Ah, okay, gerade haben wir ein bisschen Pech, kann das sein? Ja. Also. Oder der Sven stellt sich einfach doof an, das kann natürlich auch sein. Was ist das denn? Ich komme nicht mehr aus dem ich hasse dieses Gefährt auch, ey. Boah, jetzt hat er natürlich wieder die Links abgeschaltet. Die Trägheitsdämpfer könnte ich ja auch wieder schon wieder schreien vor Freude. So. Hast du, turret down. Okay. Ich stecke in den Dings fest. Ich flex mich raus. Ich kann mich nicht flexen, ich stecke. Ich kann dich gleich rausflexen, Ben. Eine Sekunde. Alter Falter. So. Wo bist du denn? So, Sven. Statt zu gucken. Ja, ja, ja. Du kannst an der Kram jetzt ran. Ich habe gerade kein Werkzeug. Und ich dachte, wenn ich dich vielleicht ein bisschen hin und her schiebe, kannst du da irgendwie raushüpfen. Wo ist er denn? Hast du noch H2? Nein. Nee. Also ich kann auch so viel mein Ding anmachen. Ich habe so viel H2. Ich kann da nicht fliegen. Ich kann da nicht hoch. Wo seid ihr denn? Ich stecke in diesem Gebäude fest. In jetzt? Welchem? Immer noch. In meinem Auto. Immer noch. Vielleicht hau ich irgendwas kaputt. Sven? Oh. Ja? Tot. Okay. Nee, ja, doch, hier liegt ein Dings von dir. So. Warum kann ich denn, warum läuft der denn so behindert? P und raus. So. Ich steck doch, guck doch mal bitte, wo ich bin. Ich steck im Boden fest. Oder ich bin gehbehindert, keine Ahnung. Drück mal zur Not, wenn dir jetzt gar nichts mehr geht, drück mal Backspace. Und dann, wenn er fragen will, ob du respawnen willst, sagst du einfach ja. Alter Vater. Ja. Steckst du mit Backspace? Ja. So, aber jetzt nicht mehr. So. Jetzt respawn ich aber nicht. Geht's sondern. Ich bin jetzt der Ben. Der Ben respawnt nicht. Der Ben ist an der Stelle, wo er gestorben ist und respawnt nicht mehr. Was? Okay. Wieso respawnst du nicht mehr? Weiß nicht. Ich respawn nicht. Guck mal, du musst vielleicht das. Im Auto fest. Ich kann noch mal wieder ein Stück zurückfahren. Nein, hör mal auf. Ich bin jetzt im großen Buggy in so einem Spectator-Mode. Guck mal, geh mal. Ich sehe Markus rumlaufen. Markus, okay. Jetzt stopp. Da bin ich. Klick mal mit der linken Maustaste. Nein, du bist nirgendwo. Du hast anscheinend noch nicht respawned. Ich schwebe. Ich bin ein Geist. Drück mal Backspace. Was passiert? Okay. Klick mal mit der linken Maustaste. Nichts. Okay. Ich verfolge Sven, ich bin ein Geist. Was? Drück mal F6. Was?
Nö, nichts passiert. Okay, dann würde ich sagen, haben wir tatsächlich auch einen Punkt erreicht. Ja, und ja, unsere ja. Inventories sind definitiv leer. Ich muss mal erst meine. Wir können nicht einen Cut machen, weil wenn wir jetzt einen Cut machen, liegt da meine Leiche und mein Inventar. Und das Inventar können wir holen. Das ist nicht das Problem. Dann holt das, aber. Ich kippe jetzt erstmal alles, was ich im Inventar habe, irgendwie wieder zurück in den Dings rein. Ja, keine Ahnung. Ich kann es euch mal zeigen. Ich glaub's dir. Ich vermute, du wirst irgendwie versehentlich einen Kameramodus, also einen Spectator-Mode oder sowas aktiviert haben. Oh, so sieht das aus. Okay, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo der despawned ist. Der Rucksack von Ben. Nee, weil ich bin nochmal gestorben und dann ist jeder also natürlich weg. Geil. Nein, die verschwinden nach einer Zeit. Das hier geht nach Zeit weg normalerweise. Ja. Egal, das kriegt man wieder alles hin. Das genau. ist jetzt nicht so. Stufe 2 Flex, Maschinengewehr, Full Ammo. Ja, das finden wir wieder. Erstens finden wir das wieder und zweitens, Lektion aus der Geschichte, du gehst halt nicht mit deinem besten Equip in den Kampf. Das ist halt einfach eine schlechte Idee, weil du wirst es verlieren. Ja, ich will ja eigentlich nicht sterben, so das finde ich eh ein bisschen. Das ist korrekt, man will eigentlich nicht sterben, aber es passiert halt. Das ja, happens. Nee. Also ich sehe hier einen roten Rucksack, aber der ist leer. Das wird dann der andere gewesen sein. Aber was auch immer, ich bin in Windows. Ich bin raus. Okay. Ja, ich finde halt sehr schade, dass man One Hit ist. Also wenn ich in Instagip spielen will, dann spiele ich Quake 3. dann weiß ich, dass ich mit einem Hit sterbe. Ja, zugegebenermaßen, die Interior Tiles sind ziemliche Scheißdinger gegen Characters. Ich finde halt. Also, okay. Ich steig dann jetzt auch mal aus. Und alles klar. Zurück auf die Talks hin, da können wir noch drüber quatschen. Ja, dann würde ich einfach sagen, in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt gegen Ende ein wenig chaotisch wurde. Wir sind ein bisschen vorangekommen. Wir haben hier irgendwie jetzt eine ganze Basis, die darauf wartet, von uns ausgeschlachtet zu werden. Und da gibt es ein paar schöne Dinge, an denen wir uns dann auch hoffentlich bedienen können. Beispielsweise Flugzeuge. Das wird die Sache auf jeden Fall schon mal cooler machen. Und ja, beim nächsten Mal dann wieder etwas geruhsamer, hoffentlich besser vorbereitet, was irgendwie unser Equipment und Werkzeug angeht. Aber das kriegen wir alles hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald wieder. Macht's gut. Und bis bald im Nerdzeitalter. Ciao.